cool, dass man das hier dreimal sieht. Hallo Leute, ich bin neu hier und herzlich willkommen zurück zu meinem tollen Dingenskirchen. Warum war das hier dreimal jetzt? Hallo Leute, ich bin neu hier und so. Ne? Wisst ihr? Und so. Übrigens, vielen lieben Dank für die Follows von Basi Kiel und Splitter 1510. Ja, ich bin wieder auf Twitter. Twitter sag ich schon. Ich bin wieder auf, ich habe den Namen vergessen. Wisst ihr Bescheid? Twitch. So, jetzt darf ich lieber mal alle Leute begrüßen. Mittler an, zuerst mal die ganzen Leute von Twitch. Mittler an Space, Volti TV, an Sound Alerts. Oh mein Gott, was geht ab? Hallo Tune, was geht? Hallo Six Rook, was geht? Hallo Six Rook, was geht? Hallo The Real Shanzi, was geht? Hallo Basikiel, neuer Account, ja, was geht? Hallo Six Rook, was geht? Aha. Bekomme ich jetzt auch die ganze Zeit Nachrichten, wenn ich den Follow bekomme oder was? Ich weiß es nicht. Übrigens, danke an die ganzen Follows von den ganzen Leuten, die mir gerade einen Follow raushauen. Zum Beispiel an Uwe XY und Captain Chaos OnlyFans 10. Was geht? Wer ist noch da? Captain Chaos, was geht? Space Folge, was geht? So, jetzt aber Metal an alle Leute hier. Metal an. Okay, warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Moment. Aha. Ich muss die Chats hier trennen. Da war ja was. Moment. Dann brauche ich noch den Twitch-Scheiß. Warte. Ach, hier ist Aktivitätsfeed. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal größer. Das ist ja cool. Habe ich ja voll vergessen. Ich schussel, was ich bin. So, Metal an Marco, an Ton, an Dominik Elektronik, an Marco, an Farmer Rama Quiz, an Bo Muchter, an Kuhn, an Christian, Michael Navrav, an Dirty Harry, an Tony Hahn, Michael Dames, an Leffans, an Basi, an Tune, an Trinkgardin, an Knurhan, an Johannes Kieseling, was geht ab, an Marco, an Tony Hahn, Alex T5 von Entenschmalz, an Rainer mit AI, an Survival, an Tobi S, an Teufelstropfen, Dirty Harry, Teufelstropfen, Trinkgardin, Dorfzocker 82, R, Käseopfen, Käseofen meine ich. Mr. Jojo, Diddy Harry, Sandra Sonso, Nomna, Marco, Moose Gaming, Roman, Marco, Kuhn, Survival, Teufelstropfen, Brennschaden, Frank, White, Riley, Sascha, Senfleben, Entschuldigung, Olm 50, Rainer mit AI, ganz wichtig und richtig, Tränker Dan, Teufelstropfen, Ditch, Trumba, Papa Francesco, Moose Gaming, der Dorftrottel, Chris, Peter Griffin, Horror Horst, Schneiderlein 07, Tränker Dan, Anwalt für Hunde, hallo YouTubers, geht ab. Brainschaden, Knurrhahn, Survival, Asta, Metal XD, Schnellerlein 07, Omniman, Hero, Ditch, Foxy Day, Green Wild Fox, was auch immer das heißt. So, Brainschaden, Retromaler, was geht ab? Dockster McWoof, Rainer Peter I, ganz wichtig, Nirobi 1969, bla. Freemason 85, so, das war's jetzt an der Stelle. Und jetzt noch die ganzen anderen Twitch-Leute, die gekommen sind. Dorfzocker 82, was geht ab? Sixbook, Derry, Shanzi, Basi Klai, Kiel und was auch immer. Die Deutsche Post hat mir meinen Feinripp-Tanz geklaut. Das ist echt so. Der Lügenschatz ist wieder da? Moment. Ach, wie süß. Das ist süß. Cool. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Das zeige ich dir gleich mal rein. Das ist ziemlich cool. So. Also, Leute. Ich bin neu hier und so. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, aber ihr solltet es eigentlich mitbekommen haben. Ich habe wieder einen Twitch-Account und ich bettle nicht gerne rum, aber lasst da mal ein Follow da und so. Madan, Cyberspace, XXL und Alexander 1805, Entschuldigung. Danke für eure Follows. Lasst dort einfach mal einen verfickten Follow da und macht dort Radau und sowas. Ja, melden du Schweineeimer. Yo, danke und schön, dass du da bist. Hallo Entwex. Jo, Scheitel. Ah, jetzt werde ich wieder Scheitel Potter genannt, hä? Aber ich mache hier gleich Musik an, dann können wir quatschen. Ich habe heute vielleicht eine ganz kleine Entschuldigung. Ich habe nämlich das ganz, ganz harte Zeug gekauft. Ich war nämlich heute unterwegs. Ja, ich war heute ein bisschen shoppen. Weil ihr wisst schon, so im Baumarkt und danach im Waffenladen. Samuel Lehmann, danke.
Samuel Lehmann, danke für dein Follow auf Twitch, danke. Dein Vater, was geht? Hallo Papa, was geht ab? Ja, die Soundaller sind aktuell kostenlos, weil ich kann die nicht für Twitch-Bits reinhauen oder für diese Twitch-Kanalpunkte. Ich meine eigentlich die Kanalpunkte. Free Köhler, jo, schön, dass du da bist und danke für den Follow. So, jetzt aber noch kurz Kamera Vollbild. Hallo? Ziemlich groß die Scheiße, ne? Warte mal, das packe ich mal woanders hin. Hallo? Ey, ich muss es hier auf dem Hauptbildschirm ziehen. Ich kann das nicht fassen. Ich kann das nicht greifen. Endfax, danke für dein Follow. Kann ich das jetzt mal bitte greifen? What the fuck ist das? Ich kann... Hallo? Was für eine Scheiße. Ich muss niesen. Herr Krachten, vielen lieben Dank für dein Follow. Danke an der Stelle. Ach, jetzt weiß ich warum. Okay. Gefixt. So, das packe ich einfach mal da oben links hin. Den Follow-Kram, da kann er... Rudi53, vielen lieben Dank für dein Follow. Ja, die Follows, die kosten nichts, weißt du? Von daher passt schon. Metal XD. Hallo, Asta. Warum bin ich so dunkel? Also, ich will jetzt nicht rassistisch sein, aber irgendwie bin ich... Schwarz. Ah, jetzt. Genau so soll es sein. Jetzt ist es wieder normal. So, hast du zugenommen? Ja, 10 Kilo mindestens. Wie ist die Lage? Sowas. So Wingel. Also ihr habt ein paar Gameplays hochgeladen, die würde ich mir gerne mit euch angucken. Also natürlich den geilsten Scheiß. Aber jetzt mal so eigentliche Sache. Heute soll eigentlich ein Kifferstream sein, sage ich gerade aus. So, normal. Danke für eure Follows an Rudi53, an Big Bad Joker 68, der Dorftrottel, an Krawallfrei und Captain Kecknapp. Danke für eure Follows. Danke an der Stelle. Also, das sollte heute eigentlich ein Kifferstream werden, aber das Zeug zum Kiffen, das ist einfach nicht da. Das ist nicht per Post gekommen. Die meisten checken eh nicht, warum man XD dazu schreibt. Eben, echt so. Captain Kecknapp und High Dexel. Animal 8000! Du kriegst erstmal VIP. So. Metal. Yo, Metal an alle, die gerade eben neu in die Runde reingekommen sind. Ihr seid jetzt alle die ersten Chatter auf meinem geilen Twitch-Dingens. Übrigens, Asta, du hast ja mal was gefragt. Warte mal. Ich hab was für dich, Moment. Übrigens, ich habe eine Jacke an. Ich trage Sneaker von Jordan. Warte. Ich habe ganz viele tolle Sachen. Aber das, worauf du am geilsten warst. Ich trage Sneaker. Kann man den Propeller hier sehen? Nee. Ich trage Sneaker von Jordan. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, baby. So, den Propeller sieht man gar nicht. Egal. Wo sind die Gummibärchen? Die sollten eigentlich auch per Post kommen, aber die sind auch nicht gekommen. Jetzt werde ich wieder ausgelacht. Wo ist der YouTube-Chat hin? Nein. Da. Ha, 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 XD. Ich habe ja noch mehr, warte mal. Ich kann euch alles, mal einfach einmal alles zeigen. Warte mal. Ich bin ganz stolz auf meine tolle Bestellung hier. Das riecht sogar frisch und neu. Ich bin krasser Klonter. Und da kommt er. Ich bin hier der Cooleste. Und du bist der Schwulste. Tschüss. Beste Cap, ich bin der Geilste. Twitch ist cooler. Hallo, Vater Messias. Schön, dass du da bist. Du kriegst VIP. Da.
kann nicht hinzugefügt werden. Das halte ich für ein Gerücht. VIP war da mehr ist ja. Ach, die VIP-Plätze sind voll. Ah, ich bin ganz dolle schlau. Ja, 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 eben, genau, genau, genau. Bitte setzen Sie die Kappe wieder ab. Ich möchte die nächsten Stunden damit verbringen, Ihre prächtige Stirn anzustarren machen tun. Bist du 50 Cent Rapper? Nee, ich bin 77 Cent. Ich bin 77 Cent. Bin der krasseste. Metal Leute, euer Lieblingsvizepräsident ist in the building. Hallo Al Gore. Schön, dass du wieder da bist. Werden wir heute wieder die Welt retten? Metal Leute und G-Money 77, jo, was geht? Metal, jo, Metal, was geht? Warte mal, ich hab hier sogar, warte mal. Ich hab ja noch ein bisschen was. Moment mal. Ich musste das alles aber in der Schachtel reinhauen. Achso, warte mal, wo ich die Schachtel gerade in der Hand habe. Moment. Wir packen mal einen Glückskeks aus. Mal gucken, was da so alles drin ist. Was sagt heute das Orakel zu mir? Eine Leere wird bald ausgefüllt werden. Auf der Rückseite ist ja gar nichts. Aber es ist in der Tat gar nicht mal falsch, denn ich habe hier was zu fressen vor mir stehen. Und außerdem, warte mal. Übrigens, wenn du mit mir anlegt, ja. Ich geb dir auf die Nuss, Junge. Warte. Krieg schon Scheiß nicht mal so. Ich habe wirklich einen Haufen Scheiß gekauft. Werde dir aber noch mehr holen. Weil die Kette ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. Auch wenn die einigermaßen schick ist. Scheiße, wie soll ich denn das wieder reinbekommen? Kriege ich denn das hin? Ficken. Ich glaube, ich mache das einfach mit... Nee, mit dem Karabiner geht das gar nicht. Okay, hier nur ganz kurz. Jo, ich bin voll der große Rapper. Die ist zu klein. Die ist zu klein, Mann. Was habe ich hier noch? Ich habe geshoppt. Ich habe ein Mikrofon. Und dann habe ich was noch? Controller. Dann wurde ich auch noch von Wolf gezwungen, das NVO-Symbol zu holen. Könnt ihr vielleicht sogar erkennen. Ich werde gezwungen dazu. Wisst ihr Bescheid? Habe ich ein paar Ringe. Etwas für die Zähne, also ihr wisst schon, wenn mir die Zähne ausgeprügelt werden, habe ich die wieder in Gold, also von daher. Also ich stelle das jetzt erstmal wieder weg hier. So. So, Brati, Metal, ihr Lieben. Jo, Metal, was geht denn übrigens? Die ganzen Leute, die mir gerade einen Follow rausgehauen haben. Moment, ich lese euch mal vor. Danke für die Follows an Eddyman8000, an Tony 816.875, an Vitia21, an Uncool Savage, an Bisolange AFK, an Wurstwasserkind, an Colli Diablo 3, an Miso Chobo, an Royal Gitaro Fan. Danke für eure Follows. Wie heißt du bei Twitch? Ich habe keine Ahnung. So, ich war heute beim Netto und irgendwie muss ich die Cap hier auszahlen. Ja, ich bin voll rich. Ich habe mir extra was ganz krasses geholt. Maxi King. Das ist so cool und überhaupt nicht schwul. Maxi King. Das ist so geil, der heiße Scheiß. Maxi King. Gut investierter Zehner. Bei Teddy ist in den Ofen Kopf gehauen. Nee, ich habe es über Temu bestellt. Da hat es 4 Euro gekostet oder sowas. Und dann habe ich hier noch bei Netto gesehen, das wollte ich mal probieren, keine Ahnung. Das nennt sich Gamer Gum. In einem Kaugummi, ich lese vor, die Packung enthält 5 Portionen
Da drin sind 10 Kaugummis, also erwarten die, dass ich hier 10 Kaugummis in den Mund stecke. Ein Kaugummi entspricht dem Koffeingehalt 52 Milligramm von 2 Espressi. Also Espresso. Warum die das so geschrieben haben, weiß ich nicht, aber egal. Übrigens, die nächsten Follower hier. Apokalyptus-Bonbon, Task for Tortester und Huchi Min 855. Danke für eure Follows. DM. Oh ja, jetzt werde ich wieder sexuell belästigt. Yo. Okay, komm. Unbegund. Jo, danke für dein Follow. Okay, du willst es wissen? Hier. Geht los. Drück den Ding Maxi King Anal rein. Ich habe ja noch mehr hier. Weil ich so krass bin, irgendwie muss man das ja ersetzen, habe ich hier auch was ganz Gangstermäßiges. Ja, passt auf. Mystery Ice Purple. Turn yeah. Ich dachte, es ging los jetzt. Global Dino Gang 2015. Shoutout an Andreas Lubitz. Ich habe Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike. Bitch, ich bin high wie Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich fliege German Wings und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Ich habe Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike. Bitch, ich bin high wie Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich fliege German Wings und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Ich fliege German Wings, darf wett nicht im Berge fliegen. High so wie Baumkronen oder wie auf Bergen fliegen. Ich suppe Activist und fühl mich wie die Schwebebahn. Kauf mir einen Maybach, doch ich weiß, ich werd ihn eh nie fahren. Ich kaufe Gucci, Schalz und Wert von deinem Jahreslohn. Du sparst dein ganzes Leben und tust dir einen Jahresholen. Guck mir zu, wie ich in mein Lambo drive. Ich hab eine Black Card und ein 100.000 Scheine. Doch diese Scheine, Romy, ja, sie sind nur Pocket Money. Ich fick deine Mutter und dein Vater findet's not so funny. Ich bin cool, einfach weil ich Verfluchten rocke und ziehe das weiße Zeug und mal keine Schneeflocke. Keine Schneeflocke, doch auf mir ist Eis drauf. Meine Kette, Wigger, guck, sie ist iced out. Ich turne ab im Cut und Glas ist Moe, Bitch. Wusstest du, dass diese Uhr oder Mapiqué ist? Ich habe Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike. Bitch, ich bin high wie Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich pflege German Reese und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Ich habe Sneaker, Sneaker von lieber Jordan, Trabant. Sneaker von ich Nike. Ich kann hier leider Bitch, kein VIP geben, weil die Plätze voll sind. Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich pflege German Reese und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Andy war zur Fly. Was ist nur geschehen? Es wird gesagt, er hat die Alpen einfach übersehen. Doch das glaube ich nicht. Es war gut geplant. Die ganze Klasse in den Alpen. Klassenfahrt. Andy saß im Cockpit und hat durchgeatmet. Junge, diese scheiß Cappy sieht aus, Mann. Er bei GTA ist. Ich habe aber noch mehr, warte. Er hat gesagt, dass sein Name einmal Fame kickt. Würde er noch leben, säß er jetzt im Gefängnis. Also lieber tot als lebenslang im Knast sein. Ich tu nicht haten, doch die Tat war nicht astrein. Doch genug geredet, das wird langsam Homo-Shit. Ich weiß genau, Andy dachte sich, YOLO Kid, das ist die True Story, denk nicht, das ist Fake Shit. Money Boy und Zwit G, wir sind Fake It. Unterschieben bei der Glow Up den Vertrag jetzt. Und seitdem kein German Wings, sondern Privatjet. Ich habe Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike. Bitch, ich bin high wie Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich fliege German Wings und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Ich habe Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike. Bitch, ich bin high wie Andy Lubitz oder wie sein Flug sitzt. Ich fliege German Wings und fahr nicht mit dem Zug, Bitch. Wo ist denn das Mobbinglied? Was meinst du mit dem Mobbinglied? Und die Marktkauf- und Lidl-Cap? Ich hatte mal eine Marktkauf-Cap, aber die ist halt so alt gewesen, die konnte ich irgendwann weghauen. Ist aber auch schon etliche Jahre her. Danke, jetzt bekomme ich das Lied nicht mehr aus dem Gold. Es ist ein Banger, ja? Warte, ich habe noch mehr. Warte, ich hab noch mehr Candies. Ich bin so krass.
Es hat ja auch schon einer geschrieben. Es hat schon einer geschrieben, dass ich jetzt Mainstream bin. Ich hab das Copyright auf dem Party-Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby ist. Damit hat keiner gerechnet, schwör ich euch. Keep ein Link, das alles auf Discord. Blasen fang ich an mit meinem Mund, haut es dich um wie ein Kinnhaken. Jetzt ist Schluss mit lustig, mit Steinen, Chupa Chupis. Der Zuckerbusch frisst, aber bitte vergiss nicht, heute schluck ich's. Mit meinen Lippen habe ich bei Männern ein leichtes Spiel. Wenn ich sag, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Stiel. Wie man, yeah. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie Nasen. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie Nasen. Hallo, ich darf gar nicht Löhne ab in jeder Stadt mit meinen Shows. So viel Gage, ich bin jeden Tag beim plastischen Chirurg. Nein! Stimmt ja, war in Disco, oh, sorry, das war jetzt keine Absicht. Du kostet mein Körper so viel, wie du in 3 Jahren verdienst. Ich übernehme das Steuern für dich. Blase so lang, bis das Feuer erlischt. Ziehe mich aus und dann läuft es mit Klick. Mach beiläufig Geld mit 2 deutschen Hits. So heißt es, es kommt hier einfach mal Platz. Ich meine die Reifen von meinem R8. Und denkst du denn, denn es war nicht so gemein? Du hast schon wieder ans eine gedacht. Er ist neige vor Account. Jo, danke an der Stelle. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen. Ich hab dicke Lippen. So, gleich werde ich hier. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sich Dingen, 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 ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie. DJ Planet 77 vom Klonte 77 XP. Das konnte man gerade nicht hören, weil die Musik so laut ist. Ist ja im Deichkind-Stil. Das ist halt dicke Lippen, kennst du das nicht? So, egal, jetzt mal alle Leute, die mir noch ein Follow reingeschmast haben. Warte mal, warte mal, warte mal. Umekund, Enveroluna, Exos, Mr. Schokominzer. Jo, danke für eure Follows an der Stelle. Mimon lebt, er ist der Echte. Mach das Lied an, weil du es bist. Wenn die Party abgeht und keiner mehr steht, tanz den Winkler. Au. Tanz den Winkler, wenn keiner mehr liegt, doch du noch immer abgehst. Tanz den Winkler. Aber ohne Scheiß, das Lied von HZ, das war wirklich richtig geil. Muss ich echt loben. Tanz den Winkler, wir tanzen alle heute den Winkler. Rainer Winkler, großen Pinkler. Tanz den Winkler, tanz den Winkler. Und tanzst du nicht mit mir, Brudi, dann tanze ich den Rudi. Und tanzt du nicht mit mir, Rudi, dann tanze ich dem Rudi. Und tanzt du nicht mit mir, Rudi, dann tanze ich den Rudi. Wie ging der? Und tanzt du nicht mit mir, Rudi. Das war dieser scheiß Gothic-Tanz, wie ging der? Hab's nie gemacht, scheiße. Jetzt werde ich wieder gebottet und scheiß. Party abgeht und keiner mehr steht. Tanz den Winkler, tanz den Winkler. Es ist Schatzenfest und alle schreien, alle zusammen.
keiner allein. Nur er. Reiner Winkler, Hosenpinkler. Künstliche Intelligenz war das Beste, was der Menschheit passieren konnte, auf jeden Fall. Immer sein. Tanz mit mir den Rudi, sonst bist du nicht mein Rudi. Doch tanz niemals den Rainer, sonst bist du wie er alleiner. Probier das mal aus, so der Drachenlord in Ille. Eleven Labs, ich hab das alles mitbekommen. Rudi, dann tanze ich den Rudi. Unbekundet, vielen Dank für den Follow. Du nicht mit mir, Rudi. Und Jeremy 2000 TV, ich hab nicht gelesen. Danke für dein Follow. Die anderen Leute sind Bots, die mir gerade reingehauen werden. TikTok ist echt wirklich super. Aber sowas von. Ich liebe TikTok, deswegen wird es in den USA nur bald verboten. Mach mal Rennautogeräusche von mir aus. Bitte. Building Plonti AI Truck. So, ich lass mal Jazz laufen. Jetzt kann ich die Scheiße wieder ausmachen. Danke, Merkel. Okay, Moment. Welche Seite benutzt du? Das sind MP3s, die mir auf Discord geschickt werden. User, Passwort, los geht's. Ich liebe diese asozialen Medien, ich log mich ein und ich schreib unter dein Bild, du bist ein fettes Schwein. Ich hab 10 Fake-Accounts und die sind sich einig. Deine Frisur, deine Klamotten, alles peinlich. Ich fick dein Leben ganz bequem von meinem Schreibtisch. Noch nicht mal deine Mutter ist mir heilig. Ja, das ist das. Ach, das sieht weitest du. Jetzt wird schon immer so wahr. Der Stärke wäscht dem Schwächeren die Jahre. Im Pisswort 9 von 10. Sagen sie haben mit Mobbing kein Problem. Komm, wir stimmen ab, ja, 9 von 10. Wo gibt's das? Irgendwo im Internet. Komm, wir stimmen ab, ja. Hey, Checke, ich würde interessieren, was sagt dein Gott zu solchen Aktionen eigentlich? Was sagt dein Gott zu solchen Aktionen, hä? Und hast du das Recht gehört? Ja, das ist pure Wissenschaft und reinste Physik. Das scheiße Leben. Junge, dieser Blick. Das ganz demokratisch. Ich lasse sie doch abspielen. Und stimmen ab, wer ab heute hier der Arsch ist. Der mächtige Blut im Stuhl. Ja, ich könnte nicht sein, aber nimm Klopapier. Namen Kolter. Halte Sülfolof hat, was geht? Nein, wenn sie Igel kreist. Alles, was ich mache, ist toxisch. Und das ist der Grund, warum mich alle therapieren. Mein ganzer Hate ist nur ein dummer Schrei nach Liebe. Ja, das ist das Gesetz. Ich brauch das. Wir brauchen das alle. Denn 9 von 10 lachen sich tot. Und einer bringt sich um den 9 von 10. Sagen sie haben mit Mobbing kein Problem. Komm, wir stimmen ab, ja, 9 von 10. Hey, ey, Butlergeist, was die geht? Die Reise nach Reitschauerberg, einer muss halt stehen. Komm, wir stimmen ab. Du hast deine Ideale verraten. Ostdeutschland. Sagen sie haben mit Mobbing kein Problem. Gründer Sneak, hast du Nike? Die Reise nach neuen Zeit, einer muss halt stehen. Komm, wir schnell. Mel Klonter. Hallo, Tuni Ferrari, schön, dass du da bist. Es geht. Feigheit. Und Ali soll zurück in die Dönerbude. Also, diese rassistischen Aussagen, die darf ich nicht unterstützen, weil. Dieses Bild. Ey, jo, lass ich mal so stehen. Der Klonter, der andere da, der kann hier weiter kommentieren. Hallo Leute, ich bin neu hier und herzlich willkommen zurück auf meinen tollen Kanal. Ihr seht,
ich habe mir was Neues gekauft, nämlich Kleidung. Mädel Ofi. Hey, Ofenkäse, was geht? Oh mein Gott, der echte Ofi ist hier. Guck mich an. Bin ich krass oder was? Hä? Das ist echtes Gold auf meinem Kopf. Da bist du nur neidisch. Ich schwör's dir. So, ich lass Musik laufen. Hier, Ofi, Kiffer-Stream bleibt heute leider aus, weil ich die Scheiße nicht bekommen habe. Aber ich habe was anderes. Du hast es ja schon gerade eben gesehen. Ich öffne die Scheißdose jetzt. Ich hab's im Kaufland gesehen. Ich war heute dort. Und, jo, warum nicht? Eigentlich wollte ich was anderes haben. Aber, naja, egal. Mal gucken, wie das schmeckt. Was läuft da jetzt? Futurama. Wow. Nirgends mit dem Zweiten Weltkrieg, was soll's. Mhm. Riecht irgendwie nach Radler. Mhm. Alter, ist das süß. Schmeckt nicht. Ein Zug ohne Bremse, der Klonter. Oh ja, ich mach richtig hart hier, Snafu. Schön, dass du da bist. Alter Klonter, Bubas ist illegal. Halt, nein. Kiffen ist ein Slangwort für atmen. Futurama. Ja, hallo, bist du neidisch? Was ist das wieder für eine Plorre? Das ist... Warte. Mixery 5%. Oh ja. Iced Purple. Ja, es hatte Blaubeergeschmack. Ich wollte es probieren. Es schmeckt nach Blaubeere, ja, aber schmeckt trotzdem scheiße. So. Ich habe zu diesem Mixery-Scheiße übrigens auch Landfeigheit. Ich habe dazu übrigens auch eine kleine Geschichte. Ich hatte mal früher, ja, da war minderjährig tatsächlich. Und mit früher meine ich vor 15 Jahren oder sowas. Wir waren gleich alt. Der bekam von seiner Mutter diese Mixery-Flaschen. Der war nicht mal 14. Hat die getrunken und währenddessen der CS spielte, das war damals noch CS 1.6, ich saß nur daneben und sah zu, wie er das Spiel spielte und halt immer betrunkener wurde, währenddessen er diesen Scheiß einfach gesoffen hat. Und er hat angefangen so richtig zu lallen und ich wollte einfach nicht mehr. Ich bin dann irgendwann einfach gegangen. Das war Fremdscham pur. Klonte sei ehrlich, du hast doch einen gesamten Brief gegessen, Alter. Das stimmt gar nicht. Ich hab das hier und dann habe ich hier noch die Kekse. Die schmecken aber gut. Das ist mein Pferd, der Blue. Und die Mama hat euch auch Crack hergestellt. Nee, das nicht. Das war so eine harte Familie gewesen. Ich weiß nicht, warum er das bekommen hat, aber der hat einfach gesagt, bring mir bitte das. Und dann hat er es halt einfach bekommen. Das war nicht mal eine reiche Familie, das war eine harte Familie. Wahrscheinlich haben die ganze Zeit Schulden gemacht, was immer. Übrigens an alle Leute, die fragen, hey Klonter, du bist auf Twitch? Ja, ich bin auf Twitch. Wenn wir auf YouTube wieder irgendwas angucken sollten, wegen SpiegelTV zum Beispiel. Der letzte Stream, da wollten wir uns ja den Anzeigenmeister angucken, aber es ging einfach nicht, weil das halt eine Spiegel-TV-Produktion war. Zukünftig, wenn wir uns irgendwas angucken, dann werde ich ja vorher sagen, hey, wenn YouTube nicht gehen sollte, warum auch immer, da unten Twitch, da in der Mitte, da unten, da ist der Name. Müsst ihr bloß bei Twitch angeben, beziehungsweise ich schicke euch jetzt einfach mal den Link rein. Warte mal, da wurde hier in der Schaltzentrale reingepostet, da. Das ist ein Discord-Server. Ich lasse jetzt irgendwelche Fragen kommen. Oh, hier Chat. Dankeschön. Mehr geile Mugge, bitte. Ja, wir wollen uns dann auch gleich Drachenlord ansehen und anhören, weil der hat Gaming hochgeladen über YouTubers Live und das ist doch der geilste Content überhaupt. YouTube ist Hater, ist das echt so. Gaming. Dr. Teig, das geht. So krass ist dieser Klonder gar nicht. Der ist eher ein Hurensohn. Ich hau jetzt ab, fickt euch. Ich gehe jetzt noch schön eine runterholen und ja, auf Wiedersehen. Wie bitte? Ja,
Etzela Kart der Moor seid völlig geistkrank, was? So, was hast du dir geschrieben? Und wie ich tote, es geht auch jemand an. Doch die Schicht ist das Bild keine dazu. Gute. Er fragt, wer ist das an? Winkler, wer folgt? Hier ist Winkler, der sonst? Winkler, wer sonst? Ich rufe euch ein. Weil ihr nicht kommt, hier ist Winkler, der sonst. Hudler, bahahaha, besiegt. Ich ja, weil ich Hurensohn genannt wurde. Mach euren Job. Ihr switcht mal Twitch. Oh, servus, ich bin also bis Twitch geil wird, dauert es noch ein paar Streams. Muss ich leider so sagen. Cool, 696, danke für den Follow. Und Flutschi 999, danke für den Follow. Tudi Ferrari, danke für den Follow. Mr. Rezia, danke für den Follow. Achso, apropos, ich kann ja wieder das hier machen. Warte. So. Was zum Fick ist das? Das war ein AR-Cover. Hast du nicht gehört? Wieso macht RTL keine Sendung mit Rainer W. und wieso mobben wir nicht in Excel? Erstens ist Excel ein Ehrenmann und zweitens mobben die Rainer W. nicht, weil Rainer W. ja nicht gemoppelt werden soll und RTL hat ja kein Interesse daran. Und zweitens, übrigens, Kekschen76, danke für den Follow. Und zweitens, naja, wie soll ich das sagen? Wingel wurde selbst bei Biggest Loser abgelehnt. Das... Ja, das heißt, glaube ich, so einiges. Ich spiel mal das Lied ab. Ah ja, okay. Fette Beats, was sonst? Yeah, danke für den YouTube-Abo, danke. Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, Hut auf, Rolex tickt man, sehe ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, wieder mal ein Solo-Ausritt in dem Pose-Outfit, mach ich's mir nett, mach mich Brett, fett, Rauchshit, Pose, die Beute mit Pose-Ausschritt, komm in den Club und genieß den Ausblick, die Baute schwupp und die ist auch schick, ich sing der Hook, bei der jeder austickt, meine Frau guckt krass, wenn es rausgeht. Singschmatzen. Ausgang, muss er mal drin sein, bin kein Hausmann, brauch unbedingt einen Drink, der Topmann, an die war ich aber eine Frau. Schöne hier von mir, sieben auf Vito, wenn einmal fällt mir jedes Lied so, wann so was zum Sonnen von Placebo, in ich hasse sie. Du bist doch nur neidisch. Space Jam DVD. Metal Ritzi. Ritzi? Moment. Ritzi? Prinziblitz, was geht? Glonda guckt Discord, zu Hause sitzt, geiles im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der mir jeder sehen kann in meinen Augenblitz. Einer ist krass und laut, jeder klasse ist aus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Drinks, sie ist nicht mein Ding, versuch ich mir einzulehnen. Löcher mich, ich bäche mich weg, mag die Behaar raus, was in deinen Fässern schreckt. Ich saug saug, weil ich mich vergessen in der Musikindustrie nachgedacht. Meine Gedanken sind besessen von Schatz. Immer. Die wirken sie mir vom Mann, doch ich bin so ein Schiene, sie an. Ihr solltet auch bei Biggest Loser mitmachen. Er ist so der Biggest Loser in Deutschland und hat uns zu lieben. Oh, du löschest mich. Pagan Metal, oh ja. Free Israel 89, Pagan Metal, jo, und schön, dass du da bist. Das Wort, er heißt so. Heute nicht rum. Oh, du dickes Ding, zu Hause sitzt. Mit bestellten Pizzen. Mh. Dance with the Gänse. Das soll aber kein Musikstream werden. Übrigens, mir hat auf Discord ein Frosch geschrieben. Den lese ich gleich mal vor. Hudler, geil, hast du nicht irgendwas vergessen zu schreiben? Klein, der neue Star im Himmel. Klein, du kriegst eng. Link? Das ist Disco. Der Twitch-Entzug und die Drogen haben Klonda verändert. Kennt ihr das mit Klonda? Ne, das meinte ich nicht. Schicker Kübel, danke. Hab ich selbst genäht. Link, wie kastriert eine Oge auf die 16 cm getreten.
Cola, aha. Hat aber gedauert. Senal Design, vielen Dank von der Follow, danke. Bitte wegen Horn, die werden Sex schreiben, ne? So, ich setze die Mütze jetzt auf, weil die ist eng. Ab. Habe ich aufgesagt? So, das ist kein Saufstream, das ist nur irgendeine Limo. Alter, mach mal Kommis hier rein. Ich vertrage überhaupt kein Alkohol, also null. Also im Gegensatz zu manch anderen Leuten trinke ich ja nicht den ganzen Tag Whisky oder sowas. Sondern ich trinke ja nie Alkohol, also wirklich gar nicht. Und die Ausnahmen wie das hier zum Beispiel, das zeige ich meistens. Klonne, mein Guter, was muss ich tun, um von dir eine Dark Aria SL zu bekommen? Ich weiß nicht, was es ist. Ich poste die lieber einfach in Klonnes Discord und Hauptchat jetzt. Ja, mach ruhig. Und die Leute, die auf meinem Discord gehen möchten, die gehen entweder hier rauf, ihr könnt es schreiben, oder ihr schaut bei mir in die Beschreibung rein. Das geht natürlich auch. Da könnt ihr bei Discord Server joinen, da könnt ihr lustige Dinge machen. Herr Frosch hat mir geschrieben, nachdem ich ihn geantwortet habe, ich hab Angst, hat er mir geschrieben, oh nein, bitte nicht, ich möchte doch nur spielen. Und das Schlimmste, ich glaub dir. Hat er ein gutes Bio und Best-of für mich? Es gibt diese E-Mails. Hast du mal was von deiner Anzeige gehört? Ja, tatsächlich schon. Ich habe euch vor kurzem, ich glaube, das ist jetzt über eine Woche her, da habe ich euch aus dem Brief vorgelesen, dass die Anzeige erst mal vorläufig eingestellt wurde, weil die Wingel nicht finden konnten. Ich habe der Polizei einfach mal die Daten durchgegeben. Vielleicht passiert mal was Neues. Discord, das Video, was ich... Achso, ja. Oh! Der anzeigende Hauptmeister, ne? Das Video muss runtergeladen werden. Und es rödelt und es rödelt. Hahaha, Frosch. Lol. Also, der Anzeigenhauptmeister, der existiert tatsächlich einigermaßen ein Game. Warte mal. So. Aber der macht ja keine Streams oder sowas. Der schreibt ja nur auf Facebook, oder? Warum ist hier Peter? Ich muss den noch irgendwie einladen. Gucken Sie sich den noch mal an. Aua. In- und ausladen, halten dürfen Sie auch hier. Das funktioniert nicht anders. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ich muss dich kurz parken. Jetzt haben wir übrigens ein Parken. Jetzt kostet 70 Euro einen Punkt. Weil er zu schwer ist. Was soll ich machen? Parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Woher willst du wissen, dass der jetzt eine Behinderung darstellt? Kennt man doch schon an der Parken. Der verdächtig zugeparkt fuhr. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. 10 cm. Der parkt einen Meter im Taxenstand. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Doch, ein Kratzer. Junge, diese Seitenaufnahme einfach. Ist schon lustig, ja. Warte mal, wo war... Warte mal, das hatte ich hier, glaube ich, schon noch irgendwo reingeschickt. Nee, jetzt will ich nicht zeigen, das ist nicht original, sondern irgendeine Kopie. Warte mal, hatte ich das hier nicht bei mir auf der Festplatte? Moment mal, Brigitte. Warum haben die MP3s ein Bild? Ich sehe das bei mir gerade eben im Downloads-Ordner. Nee. Das ist das komische Katzenvideo, was ich letztens gesehen habe von irgendwelchen Leuten. Packe ich bestimmt nicht rein. Und wo ist denn das eine Video, wo der seitlich mal kurz zu sehen war? Warte mal. Ich hab das reingeschickt, warte mal. Ich find's schon. Gefunden, weil ich so schlau bin.
Haltet euch fest, es wird wild. Ich hab's gesagt, es wird wild. Ich kann's auch anders machen, das ist mir scheißegal. Lauf auf Schocks und chill meine Fettness, Rosenthaler, ich verteile die Pettchen dicker als ob du... Kann ich die Scheiße jetzt hier mal bitte tuten, ficken Arsch, das kann ich, Warzenschwein, so. Boom. Lauf auf Schocks und chill meine Fettness, Rosenthaler, ich verteile die Pettchen dicker als ob du... Das ist so dumm. Spiel die MP3 ab, das sind halt die, die du mir geschickt hast. Und hast mir wert Neues geschickt. Ich bin jetzt NWO-Mitglied. Ja, warte mal. Das hat mir Wolf tatsächlich auch geschrieben, dass er jetzt NWO-Mitglied ist. Lieben Hater, ich hoffe, ihr kommt mich auch dieses Wochenende wieder fleißig besuchen, denn mir ist total langweilig hier in der NPD-Schanze. Uwe ist auch nicht so ein toller Mitbewohner. Was? Der labert mich jeden Tag zu mit früher ist alles besser gewesen und redet ständig von einem Führer. Außerdem habe ich den Verdacht, dass er mein Prostata-Massagegerät geklaut hat. Ich kann das nämlich seit über 2 Wochen nicht mehr finden. Was? Was labert der für einen Scheiß? Also NPD-Schanze, das stimmt. Und Uwe ist ja ein alter Sack, das wissen wir auch alle. Hä? Wann hat er das denn gesagt? Okay. Von wo kommt die Aufnahme? Kommt die von WhatsApp? Wahnsinnig gute KI. Hä, nee, das ist doch recht gewesen. Wo hat denn... Okay. Warte mal, da zeige ich dir auch noch. Warte mal. Ja, danke, dass du mir das schickst. Übrigens, danke für den Follow. Der Hagenauer Wolf, was geht? Hagenauer Wolf. Jo, hallo Wolf. Der Anzeigenhauptmeister, der geht nämlich noch mehr. Absender Niklas Matthei. Ich wollte gerade Matti sagen. Dann irgendeine Adresse, die sich nicht vor. Sehr geehrter Herr Schilling. Ich erinnere... Ist das mit Klopapier geschrieben? Ich erinnere Sie hiermit nochmals an meine... Eine Beschwerden über... Radwebbenutzungspflichten der letzten Jahre. Die letzte schriftliche Rückmeldung dazu hielt ich am 13.04.2024... am 17.04.2023. Hä? Wir haben März. Ich gebe Ihnen hiermit bis zum 31.03.2024 Zeit. Da steht eine 4. Ich verstehe diesen Zettel nicht. Oder Klopapierzettel. Zeit, meine Forderung umzusetzen. Ich verweise auf die Regelung der VWVSTVO. Ist das nicht UWU? Andernfalls werde ich am 1.04.2025 Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Hochachtungsvoller Anzeigenhauptmeister. Das ist einfach mit Toilettenpapier geschrieben. Was ist das denn? Das ist von Facebook. Ist der letzte Brief auf Klopapier geschrieben? Ja. Das ist ja auch noch echt. Will ihr mich verarschen? Das ist echt? Ich dachte, das ist ein Troll. Will ihr mich... Was? Dank dir hat das eine Botschaft. Wenn ja, welche? Oder ging das Papier aus? Ich verschwende doch nicht mein teures Druckerpapier für diese Stadt. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement, ja? Teures Druckerpapier. Oh ja. Druckerpapier. Der tut so, als ob das 50 Euro kostet, der Stapel. Aufpassen, Wolf hat in unserem Rücken. Das hat mir Wolf aber auch schon geschrieben. Verarscht Wolf jetzt bitte nicht mehr, der hat jetzt nämlich die NWO hinter sich. Ja. AI-Test? Klingt aus dem Käfig von Helden, macht TikTok-Videos, okay. Übrigens, hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, schreib bei mir jetzt bitte mal auf Twitch rein. Sves heute. Costa ist live. Cool.
Will ich jetzt aber nicht. Ich schaue gleich rein, warte. Aua, es ist laut. Ei, Blali, was ist das? Blöd. Hallo meine Lieben, steht ihr auch auf Pferdescheiße und Ziegenärsche? Nun, ich habe gestern für mich den Bauernhof entdeckt und lasst mich euch sagen, das ist der geilste Straßenstrich, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist ein Scheiß. Kein Scheiß, nichts lässt eine Mastsau wie mich geil werden. Wie der Arsch einer männlichen Ziege. Brrrrrrr. Ich bin ein Ewe, Ziblasi, Bisi, Brennend, Mich, Ich bin Scheiß, Zee, Aua, Brr, Blub, 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 Uiuiuiui, Krampf, 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 Krampf. Wow, 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 Mama mia, Scheiß, Nigger. Böses Entwort. Jeremy, was geht? Finde deine Sache super angenehm, es freut mich. Danke dafür, ein Blali. Danke dafür, ein Blali. Du bist ein Schweizer, du oder? Du bist ein Schweizer, oder? Nee, ich komme aus dem Osten, junges Fräulein. Ich fand den hier noch nie sympathisch. Sie werden später bestimmt ein guter Familienvater. Denn ich habe noch nie einen Familienvater gesehen, der meine Videos toll findet. Können Sie bitte ein Video von mir angucken? Ich weiß ja jetzt nicht, welchen Mehrwert mir das Video gebracht hat, aber Minecraft ist ein tolles Spiel. Spielt mehr Minecraft. Kick ist ein bisschen besoffen, kann das sein? Okay. Hör, 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 hör. Okay, ich höre. Von Anfang oder... Komm, ich fange mit der ersten an. Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, da lebte ein recht fetter, aber auch fitter Mettler namens Rainer in einem Monteurzimmer im schönen Nazidorf Zobes. Rainer begrüßte stets seine Mitmenschen mit einem freundlichen Mettel-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachne. Rainer, der nix ahnend an seinem Schreibtisch saß und seine Arbeit machte, dachte an nichts Böses, als es plötzlich an seiner Tür klopfte. Ich will nur meinen Scheißjob machen. Dauernd wird man hier unterbrochen. Er stand auf und öffnete die Tür. Was ist? Vor ihm stand niemand. Aber als er runterschaute, sah er die kleine geile Tochter seiner Nachbarin. Sie stand halbnackt vor ihm und hatte sogar eine Reizwindel an. Na du geiles Stück, du geiles, du kennst ja meine Regel. Es gibt nicht zu jung, nur zu alt. Er ließ sie in sein Zimmer, schaute kurz nochmal raus, ob jemand etwas gesehen haben könnte. Die Luft war rein, er schloss die Tür. Ich habe schon ein wenig Erfahrungen gemacht gehabt, mit Frauen und auch mit Männern. Aber so einen Fang wie dich hatte ich noch nicht. Sprach er zum Kind, während er sich versuchte zu entkleiden. Du kennst ja sicherlich meine Geschichte. Die erste Nacht gehört dem Lord, aber so wie du ausschaust, hast du die erste Nacht schon lange hinter dir. Digga, so ehrenlos. Digga, ist das ehrenlos. Ist im Haus die Lampe aus, zieht Herr Winkler Kinder aus. Und so eine Scheiße bekomme ich jeden Tag ohne Ende. Die spinnen doch diese Vollidioten. Und dann soll ich nicht ausrasten. Hast du dir mal angehört, was die Spastis da schreiben? Das ist alles die Schuld von Ofenkäse, Mimon, Klonter und wie sie noch alle heißen, die dummen Hurensöhne. Ich bin kein Hurensohn. You cannot stream your stream in my stream. I know the brain is on damage today with no chance of the people. I was a child looking TV, then my father hit me with a hammer on the cuff. Wenn die KI einfach viel besser Englisch kann als das Original. So, diese Vollspastis schicken ja mittlerweile Briefe hierher, wo ich aktuell bin. Ich lese mal was vor. Hallo Rainer, du Lutscher. Wie lebt es sich in einer Dachwohnung? Das ist ein Zimmer. Du spast aber egal. Du Versager hast alles verloren und bist besiegt bis in alle Ewigkeit. Das denkst aber auch nur du. Besiegt bin ich wohl erst, wenn ich tot bin. Und selbst dann bin ich nicht besiegt. Der Brief geht übrigens an die Polizei wegen Mobbing. Und Finger abdrücke, du Wichser.
Ich bin ein veganer Transgender-Hipster, indianisch-indochinesischer Hybrid-Alien, Agnostiker und Atheist, deutscher Ingenieur, der regelmäßig entkoffeinierte, komprimierte und hydratisierte Bio-Soja-Muttermilch aus fairem Handel raucht und 8 Tage die Woche nackt Crossfit-Yoga im Hindi-Kama-Sutra macht. Ich bin auch ein nicht-binärer Trigender, Gender-Queer, männlicher Feminist und bezeichne mich selbst als einen pastafarianischen, pansexuellen, geschlechtsfluiden Apache-Helikopterhund des Mega-Multi-Alpha-Beta-Gamma-Delta-Omega-Kombo-Gottes des Hypertodes, der in einer polygamen, polyamoren Beziehung zum Chihuahua steht, was mir dabei geholfen hat, die Grenze zu überschreiten Mexiko, weil es Donald Trump hasst. Mein Hund geht auch mit mir in den Park und macht mit mir einen Doggy-Style. Wenn Sie das seltsam finden, sind Sie ein ignoranter, arroganter, homophober, geschlechtsanmaßender, globophobischer, blutrünstiger, waffenliebender, cisgender, pansexueller, bestialischer, sexistischer, rassistischer, inzestuöser, weißpräferierter, frauenfeindlicher, voreingenommener, objektivierter, privilegierter, nazi-kommunistischer Sklave, Besitzerin, Terroristin, lesbisch. Ach ja, und ich quetsche gerne Gegner aus. Ich quetsche gerne Küken aus. Übrigens, Stefan, danke für dein Follow. Junge, diese Ey-Kacke, das wird noch so steil gehen. Hallo, wie geht es hier und trink was? Ist der Finger oben, wird mich nicht loben. So, ich fühle mich angesprochen. Hallo Ratatazong, was geht und schön, dass du da bist. So, ich genieße jetzt erstmal mein... Warte. Junge, lad das scheiß Video, du Hurensohn! Mann, Mann! Sasha, bo ma styl i smak. Maxi King, so nice. Zewnątrz twardy, miękki w środku, mów mu kotku. Maxi King, alright. Mocarz z niego jest, gdy chce, zimę ma. Maxi King, so nice. The King is back. Maxi King, Maxi King. Junge, diese Werbung. Junge, das war eigentlich eine Werbung für Kinder und dort waren einfach Frauen mit dicken Möpsen. Also, das, ich meine die kleinen Hunde. Also, ich gönne mir jetzt ein Maxi King. Aber waren die früher nicht wirklich mal größer? Die kommen mir so klein vor. Mm. 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 Oh ja, Baby. Komm in meinen Mund. Au. Hab die Wirkung als Kind so gefühlt, ja echt so. Maxi ging so, ey Junge, das ist das Geilste eigentlich. Das ist viel, viel besser als Kinderpinguin oder sowas. Das schmeckt mega geil. Oh Gott, ich wurde angepinkt. Ich genieße das. Ist leider nicht echt kalt. So muss man nämlich eigentlich essen. Schmeckt aber trotzdem. Klonner, sag mir bitte, dass du nicht gerade deine Munchies für die ursprünglich geplanten 24. gerade wegfutterst. Nee, nee.
Nee. Alles gut. Alles in Ordnung. Meinung zu Knacki Deluxe? War das nicht dieser rechtsradikale Rentner? Ich gehe wieder Mucke hören, gell? Ey, das ist gemein. Wenn du jetzt gehst, dann. Renner wurde angepinkt, allen Abwehrformationen. Hat jemand von euch eigentlich Bock, von Wingel, so ungefähr 5 Stunden, wirklich ganz sauberes Gelaber von Rainer, also mit sauber meine ich, dass es wirklich klar und deutlich verständlich ist, hat da jemand Bock drauf? Warte mal, ich kann mal irgendwie auf den Discord-Server fragen, denn ich kenne 1-2 Leute, die sich den ja regelmäßig angucken. Wir warten da nochmal. Ah ja. Ich mag die Takis Volcano, die mit Limette sind echt zu heftig. Die Volcano sind super. Die Takis Limette, die habe ich immer noch hier liegen, weil, kann ich euch sogar beweisen. Weil die, das ist echt nichts auf Dauer tatsächlich. Ich kann auch meinen essen, weil die sind wirklich fucking scharf. Die Volcano, die sind super, aber die hier, die knallen richtig auf die Zunge. Die können wir machen. Also wirklich so eine 5-Stunden-Compilation, lad das mal bitte auf YouTube hoch. Und schickt mir bitte auf Discord, das wäre wirklich super, super geil. Ich habe leider die Zeit dafür gar nicht, weil ich muss ja morgen wieder zur Arbeit, ne? Es gibt nämlich Leute, die müssen das machen. Also, was ich hier... Hockt im Zug, nice. So, ich fress nochmal so ein Ding. Geschmacklich. Heiß. Feuer. Fuck. Maxi King, wo bist du, wenn man dich braucht? Vielleicht hilft diese Pisse. Nein, die hilft nicht. Ja. Warte. Fett hilft. Aber ich habe hier geriffelte Paprika-Chips. Geschmacklich sind die ganz gut. Hätten die nicht gefühlt 1 Million Scoville. Trinkt ihr Mischbier? Ja, das ist Mixery. Schmeckt aber auch nicht. Schmeckt gar nichts davon. Jetzt war der ganze Tür und gehen an der Kacken, das macht Laune, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja diese... Ich muss diese scheiß Vulkane-Dinger jetzt echt verdauen. Diese Hot Chips, ich habe das ja 2-mal gefressen, die Kacke. Denn Essgewohnheiten edeln dem Oger. Ich brauche irgendwas zwischen der Zähne jetzt, damit diese Scheiße von der Zunge runtergeht. Und außerdem bin ich nicht fett. Habt ihr es mitbekommen, wo die besten... Okay, jetzt geht's aber wieder.
ist mir aus der Hand gerutscht. Aber zum Glück ging's raus, Gott sei Dank. Hier liegt jetzt überall Plaste rum, weil ich die Caps ausgepackt habe. Verdauende. Ne, wo ich diese Hot Chips gefressen habe. Der eine Chip, der war in Ordnung. Also im Gegensatz zum zweiten. Beim zweiten hatte ich aber auch schon am Schmerzen Arsch. Und das war alles andere als angenehm. Joghurt ist geil, das stimmt. Hab die weggeworfen, ging nicht. Ich weiß, was ich damit machen werde. Die werde ich nicht mehr essen, hoffe ich zumindest. Mehr Vulcanos bitte. Ich habe keine mehr. Die habe ich auch viel gegessen, weil die lecker waren. Die Dose bitte auch durchs Zimmer mitteln. Danke, wie wär's mit Nein? Die ist halt doch voll. Es schmeckt wirklich nicht. Schmeckt ein bisschen fruchtig, aber mehr auch nicht. Herr Klöten, füllen Sie mal bitte ein Taki Anal rein. Mach du doch zuerst. Kauf dir mal die Soße The Bomb Beyond Insanity. Das ist scharf. Was ist, wenn ich nicht will? Ob Algenge noch am Zarenstein sitzt? Dach, der Ogre wollte ihm helfen. Siegsburg für Allatz. Achso, die Kanalpunkte kann ich erst später einführen. Das braucht noch ein paar Streams. Ich muss hier auf Twitch erstmal wieder Affiliate werden. Also dann kann ich wieder die Kanalpunkte einführen. Also, so, ihr wisst schon, ist ein Arsch. Kannst ohne Hände aufstehen, ich gebe mir Mühe. Okay. Hände aufstehen. Warte. Ach, warte mal, meine Brille rutscht. Oh, mein Sessel ist immer so scheiße tief. Ich kann nicht mal mit den aufstehen. Was mit deinem Kanal? Ich hatte keinen Bock mehr, ich wollte unbedingt neu anfangen. So, jetzt mal zum eigentlichen Thema hier. Drachenchronik. Scheiße. Entschuldigung. Ich hab AIDS. Warte mal. Nicht Bilder, Videos. Da wollen wir uns nochmal seitdem ich Odyssey-Scheiß angucken, was er nämlich in YouTubers Life alles gemacht hat. Mädelbaum. So. Übrigens, Mädel an Mädelbaum, cooler Kollege. Danke für den Re-Up. So, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und ein. Kann mir mal erklären, was das hier für scheiß Bilder sind? What the fuck ist das? Du hast hier irgendwelche sexualisierten Mies? Hast du oben Fuchsfinnen oder so? Was ist das alles? Na, ich sag mal, einer neuen Folge von, oder einem neuen Spiel, besser gesagt. Und zwar YouTubers Live 2 Hashtag City Stories. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Danke, hallo Rice. Ich bin allerdings in dem Spiel noch nicht wirklich weit gekommen. Bevor wir loslegen, hier noch ein paar kleine Änderungen, dadurch, dass ich momentan viele Videos und so weiter mache. Es ist für mich ein bisschen schwieriger im Moment, weil ich natürlich finanziell auch nicht so gut dastehe, wie wenn ich Livestreams mache. Ihr seht hier oben in der Danke für den Follow-Post, Christopher Weger. Und schön, dass du da bist. Donations, die wir diesen Monat hatten. Du verträgst ja die schärfsten Chips, dann kauf dir normal große Tabasco-Flasche, so 350 Milliliter und trink sie. Bekomme ich da was dafür, außer Dünnschiss? Bisher? Ich habe keinen Bock auf sowas. Seht ihr auch immer die Namen, die eingeblendet werden. Das heißt, direkt Bug. Wenn ihr hier was unterstützen möchtet, der Link ist in der Beschreibung von Tibi, dann würde man eventuell auch euren Namen hier sehen. So, gut, dann danke ich euch schon mal und wir legen auch direkt los. Wir fangen ein neues Spiel an. Wofür hat ihr jetzt Danke gesagt? Ich habe im Spiel noch nicht viel Erfahrung, ich habe jetzt 5,5 Stunden in dem Spiel ungefähr. Das Star ist Fox. Nein, das hat was mit YouTube zu tun. Bitte kein Ding, doch. Viel. Aber, ja, gucken wir uns das Ganze einfach mal. Dachschräge! Und hier fangen wir mit irgendeinem Hinterzimmer an. Genau, das ist ja quasi das erste
Das ist quasi der erste Teil gewesen. Mhm. You win. You win. Genau. YouTubers Live OMG. Das ist der erste Teil gewesen. Oh mein Gott. Saber, Gratulation. Dass ich dir gratuliere. Der erste, der YouTubers Live abgeschlossen hat. Ein soziales Experiment, um die vielversprechende zukünftigen YouTuber zu finden. Wow. Welch ein Plot. Dein Potenzial hat unsere Aufmerksamkeit erregt und deshalb schenken wir dir ein goldenes Ticket, um nach YouTube City zu kommen. YouTube City. Ben Mason, danke für den Follow. Der Stadt, in der die besten YouTuber leben. Auch Gronkh. Perfekt, der perfekte Ort für dich, um deine Karriere aufzubauen und und einer der Besten zu werden. Wie es simuliert, bei YouTube zu sein. Ja, wenn man es in echt nicht machen kann, dann macht man einfach Simulator an. Wie es mit dem Busfahrer-Simulator oder mit dem Eurotruck-Simulator oder mit dem ich gehe arbeitende Simulator. Also das Spiel stellt hier gerade eben dar, dass alle erfolgreichen YouTuber irgendwie in so einem Dorf zusammengefercht sind, in so einem Käfig leben. Und das ist natürlich YouTube City. Boah! Übrigens, General Allee 475. Ich hoffe, das ist richtig. Danke für den Follow. Und einer der Besten zu werden. Wenn du die Einladung annimmst, werde ich dich dort erwarten, um dich in diesen Abenteuer zu führen. Nimmst du die Herausforderung an? Nein, danke. Hätte ich das angeklickt. Keine Ahnung, du gelangst dann wahrscheinlich wieder ins Menü, wenn du auf Nö klickst. Natürlich. So, jetzt kann man sich aussuchen, in welchen Stadtteil man ziehen möchte. Das ist YouTube City. Wow, daran will man auch leben. Empfohlen wird der hier. Das Hightech-Viertel, bekannt für seine Game-Stores, Computerläden und sein Fitnessstudio. Und warum kann man das nicht einfach alles online bestellen? Tech-Viertel, bekannt für seine Game-Stories, Computerläden und seine Fitnessstudios. Die Wohngegend, weißt du, das sieht einfach aus wie eine Universität. Wohngegend. Das traditionelle Viertel ist Zeichen. Warum sagt der Viertel? Was ist das traditionelle Viertel? Und danke, Hase 0107 für den Follow und der radikale Schwurbler. Schön, dass ihr da seid und danke für eure Follows. Es zeichnet sich durch Luxusgeschäfte, ein Restaurant und Flohmärkte und Restaurants aus. Guck mal, stell dir mal vor, du hast irgendeinen Stadtteil und willst ein Wahrzeichen haben. Was ist ein Wahrzeichen? Ein Flohmarkt. Mhm. Aus. So, und dann haben wir noch den Hafen. Ein Chill-Out-Viertel als modernes Viertel. Chill-Out. Verfügt es über eine Friseursalon, Restaurants und Strand und einen exklusiven Club. Mal eine Frage. Wir haben hier empfohlen ein Hightech-Viertel und hier ist das modernste Viertel. Was ist jetzt Hightech? Was ist mit modern? Genau, und hier unten sieht man auch immer, was hier in der Nähe ist. Hier oben zum Beispiel haben wir hier die Elektronikläden dazu. Darf ich noch nicht genau, also ich kenne mich damit auch nicht so genau aus. Und das hier ist auf jeden Fall das Wohngebiet. Die haben wir halt in jedem Bereich. Dann, was das hier ist, weiß ich gar nicht. Das hier ist ein Fitnessbereich. Den haben wir hier zum Beispiel im Wohngebiet nicht. Haben wir aber hier und hier. Das hier wird wohl ein Musikschutz sein, Coach. Wo man irgendwie Musik feiern kann. Keine Ahnung. Live von Nier 95, vielen Dank für den Follow. Dann zum Shoppen. Also hier oben hat man halt eigentlich alles und hier unten und da fehlen halt ein paar Sachen. Spiel endlich also das Kackspiel. Stern. Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet. Keine Metal-Kneipe? Nee, noch nicht. Die wird er selbst öffnen. Ja. Wir nehmen einfach mal das hier, wenn es schon empfohlen wird. Gute Wahl. Wir werden mit der Vorbereitung deiner Wohnung beginnen. Kleide dich wie ein echter YouTuber und wir sehen uns dort. Okay, wir kleiden uns jetzt wie ein echter YouTuber. Moment, da suche ich jetzt mal ein Bild raus, wie sich echte YouTuber kleiden.
Warte. Wie kleiden sich echte YouTuber? Also, wie wäre es denn so? Kleiden sich so echte YouTuber ein? Ich weiß es nicht. Boah, kleide dich mit echter YouTuber, wenn ich sowas schon immer höre, ne? Weil ja keiner ist. Auf Charakterdesigns, weil man den Charakter meistens sowieso nicht viel sieht, aber da wir hier ja als YouTuber arbeiten, wäre es schon sinnvoll, wenn man ein bisschen aufs Design achtet. Ich nehme meistens das hier. Und ich habe ja. Extrem Mimon, so was geht? Schön, dass du da bist. Vielen Dank für den Follow. Aber warte mal, ist das die Augenfarbe? Das ist die Augenfarbe. Dann ist das erst so. Ich dachte, das sind die Augenbrauen. Mhm. So. So eine schicke Monkey D. Ruffy-Narbe. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das ist irgendwie aus einem anderen Spiel. Hier ein bisschen auf Harry Potter machen. Ich werde selbst in diesem Scheiß jetzt Play verarscht, ja? Früher als Kind hatte ich viele Sommersprossen. So als Erwachsener. Ein bisschen Rouge aufgelegt. Oh, das passt eigentlich ganz gut zu mir. Ich habe immer so. Dann gehen wir schlafen. So müde Augen. So, Mund finde ich das ja praktisch. Das hier ist eher sowas für die Damen. Und so ganz ohne Lippen finde ich immer unästhetisch. Warum spielt er so eine Scheiße? Ey, du bist so nur neidisch. Bart. Ich trage ja für gewöhnlich einen Bart, aber ich, ja, wenn dann wäre also das ein kleiner Schnurrer. So halt vielleicht. Weil, tragt einfach den William, ja? Meine Frisur. Guck mal, wie schwul der aussieht. Das sind Bartschatten immer. So, unser Charakter wird irgendwie voll hässlich, habe ich das Gefühl. So, derzeit habe ich so ein bisschen, ja, ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Meine Haare sind ja, das hier ist ein bisschen zu ordentlich für mich. Und das ist so ein bisschen die Looks Like Link Frisur. Hey, ich bin der Blali. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. So, die Frisur hier ist ein bisschen zu heftig. Das ist so ein Sidecut, habe ich ja nicht. Und das sieht mir hier ein bisschen. Macht ja auch gerne mal einen Skrillex. Sieht aus wie Tristan aus. Bisschen langweilig, Schmutz, das soll nichts wirklich geben. Hallo, es ist hier ein Kanal, das sich um Drachenlord dreht. Keine Ahnung, vielleicht erzählt er irgendwann mal wieder, irgendeinen Häcksler gefickt hat. Und deswegen sein Lümmel so klein ist. Wer weiß? Buschig, momentan. Also, ich würde sagen, so, das hier ist so meine Frisur eigentlich. Ich mag die Inge-Musik übrigens, die ist großartig. Das wäre so. Ja, ich denke, das wäre so mein Ding. So ein bisschen nicht ganz so braun. Das sieht aus wie ein Kackhaufen. Ja, so mittendrin einfach nochmal auf dem Handy gucken. In einer regulären Aufnahme. Kann man machen. So. Fettig müssen die Haare sein. Sind sie doch. Guck mal, die wurden mit Butter zur Seite geschmiert. Gut, jetzt könnte man sich dann eine Sonnenbrille aufsetzen. Das hier habe ich nie ganz verstanden. Wer streamt denn bitte so? So, ich habe immer eigentlich ganz gerne so eine Sonnenbrille hier auf. So ein bisschen diesen Blau-Stil oder Grün-Stil. Wer streamt denn bitte so? Ich finde, das ist im Stream ein bisschen unpraktisch. So, Kopfhörer. Ja, ich habe ja eigentlich immer dicke Kopfhörer auf den Ohren. Das hier definitiv nein. Na, warum nicht? Ah, ich würde sagen, das hier passt doch ganz gut. Das ist ein. Ah, nee, das hier würde ich sagen, nehme ich. Der Charakter sieht so scheiße aus. Das ist ganz geil. Schwarz-rot. Meine sind zwar schwarz-blau, aber das habe ich hier ja als Farbe nicht. Du hast da unten so blaue Headsets. Und wer juckt sich dafür? Die Klamotten, natürlich, klar. Klamotten. Was mir natürlich noch besser gefallen würde, wäre eine schwarze Lederjacke, aber die sind immer so teuer. Teuer. Das ist ein Spiel. Guck mal da unten rechts, du Dulli. Der ist so teuer. Also schwarze Lederjacke würde ich auch im Real Life gerne anziehen, meine ich damit. Ah. So. Hat nicht meine eigene Wohnung, aber denkt an eine Lederjacke. Das war der Oberkörper, dann haben wir hier die Hose.
Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Warum müssen mich eigentlich die Leute immer dann nerven, wenn ich am Aufnehmen bin? Weißt du, das Spiel hat noch nicht mal angefangen und wieder das Thema die Hater. Oh, die Hater, bla bla bla. Wann geht's eigentlich mal wieder Scheibenwurf? Wäre doch lustig. So, eine Sekunde. Ne, hab's mir damals geholt, war nicht so doll. Was? Eine Lederjacke? Okay, ich würde sagen, die Hose passt schon am besten. Also eine Packerfrisur ist heute normal. Nee. Was ist denn heute wieder los? Was heute noch normal ist, das sind diese Brokkoli-Köpfe. Ich finde die ist voll hässlich, aber Krach, die sind halt noch viel da. Das ist, glaube ich, die Lederjacke ist ein Schneckenhaus. Das passt doch. Das bin ich. Ja, anstatt sich irgendeine Wohnung zu mieten oder sowas, holte sich eine Lederjacke und wohnt dann einfach in der Lederjacke. Das würde sowieso ein 3x XL-Zelt. Nee, Quatsch. 8x XL. 3x ist das zu klein. Das ist ja nicht mal beleidigend. Speichern. Das ist einfach die Realität. Boah, der Ingame-Sound, der ist ja echt Bombe. Ich frage mich manchmal, ob es immer so laut ist und ich das nur dann höre, wenn ich aufnehme, oder ob es normalerweise ruhig ist. Und nur dann laut ist, wenn ich aufnehme. Das ist immer eine ganz merkwürdige Situation. YouTube, so, YouTube, du bist erledigt, YouTube. YouTube. So, und anders als im ersten Teil haben wir hier schön die verschiedenen Ecken. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde den zweiten Teil nicht so schön. Wir kommen in YouTube City. Das ist dein neues Zuhause. Gucken wir später uns an. Wenn da was Neues ist, klar. Das ist geräumig, aber mach dir keine Sorgen. Später kannst du nach Belieben dekorieren und verbessern. Tolle Stadt. Und jetzt geh rein. In den Käfig. Ich habe dir ein Geschenk dagelassen. Ich muss los. Wir sehen uns später. Cool, er hat seinen eigenen Käfig bekommen. Geil, oder? Oh. Oh, cool. Sternstuppentapete. Wow. Direkt seine Reaktion. Oh, oh, das würde ich auch haben wollen. Oh, schick. Wir haben echt eine schöne Tapete. Oh mein Gott, da fällt die halt wirklich. Die Tapete ist, glaube ich, immer random. So. Was bist du denn für ein lustiger Kamerad? System wird hochgefahren. Drohne. Piep, piep. Hallo, piep, ich piep. Bin eine Kameradrohne. Deine persönliche Aufnahme. Wo sind die Poster? Echt so. Persönliche Aufnahmeassistent. Tolles Kinderzimmer. Du willst mir jetzt echt nicht sagen, dass das ein Spiel für Kinder ist? Nein. Piep, piep. Bitte gib mir einen Namen. Sag mal kreativ. Ich nenne ihn immer Dracho. So, Persönlichkeit wird geladen. Piep, piep. Dracho. Ich liebe es. Piep, piep. Ja klar, liebst du es. Du bist so programmiert. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich werde hier sein, um dich aufzunehmen. Denk dran, Leute, der vergleicht sich hier oben mit Gronkh. Nehmen. Und zu helfen. Wenn Drache wetten. Naja, Dracho. Mich brauchst. Erster Schritt. Wähle einen YouTuber-Namen. Und erstelle deinen Kanal auf YouTube. YouTube ist die Plattform. Auf der... Ob der auch nur 5 Stunden existieren wird? Also nicht mehr YouTube, sondern diesmal YouTube. YouTube ist die Plattform, auf der die besten Content-Ersteller ihre Videos veröffentlichen. Ich dachte, das war YouTube. Verbindung hergestellt. Cool. Genau so sieht's aus, wenn man sich registriert. Genauso nicht anders. So. Name ist Drache. Ist schon automatisch eingegeben. Und natürlich nennen wir unseren Kanal Drachenlord. Und ich bin im zweiten Sommer geboren. Wie erbärmlich kann man sein? Piep, piep. Schöner Name, Drache. Nun kannst du deine ersten Videos aufnehmen. Willst du ausprobieren, wie es funktioniert? Ich bin neugierig. Nun kannst du... Ja, schon. Dies ist ein Aufnahmeort, an dem du Videos aufzeichnen kannst. Orte wie dieser findest du überall in der Stadt. Sie sind auf YouTube gesperrt, bitte verlassen Sie das Game. Nutze die Aufnahmeorte, um deinen ersten Vlog für den Kanal aufzunehmen.
Ich nehme dich auf. Ich kann so eine Comic-Verwischt-die-Wasche-Grafik wie, die, wie diese da oder in halt in Fortnite, ich kann die nicht leiden, weil die einfach so kindlich aussieht. Ich hasse das. Ich kann auch mit GTA 5 wegen der Grafik diese wie anfangen, weil das einfach zu kunterbunt ist. Ich weiß nicht, das... Mir gefällt einfach die Grafik nicht. Und jetzt kann man hier nämlich so ein bisschen reinzoomen, rauszoomen, die mit Y... Der macht jetzt diesen epischen Vlog. Haben sie wieder Blödsinn gemacht. Eigentlich müsste das Y sein, aber weil es englische Tastatur ist, warum auch immer, ist es Z. Also ich muss auf Z wechseln und nicht auf Y, obwohl da oben Y steht. So, das könnte man natürlich auch so aufnehmen. Oder eben so. Oder so. Gott, unser Charakter schaut echt fertig aus. Wo kann er dort Kack duschen? Der hat nicht mal eigenes Badezimmer. So, und jetzt einfach Leertaste, glaube ich, ne? Nee. Ah ja. Okay. Es geht los und du kommst voller Energie rein. Du sagst schüchtern Hallo. Erst einmal würde ich sagen, machen wir schüchtern. Das sieht man auch immer hier oben. Hallo Leute, ich bin neu hier und ich habe noch nie einen Vlog auf YouTube gemacht. Fünf Prozent. Du hast mit einem Hater... Nein! 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 Weißt du, erster Vlog, direkt erstes Video auf seinem tollen Kanal. Hater, wie in echt? Was? Du hast mir... Ich kann nicht mehr. Junge, das ist ja eine echte Simulation hier. Ich kann es nicht glauben. Der gnadenlose Abgeordnete. Was hat Ufi geschrieben? CEO Klonter von YouTube. Durch seinen Winkel des anderen der Verschlüsse hat er keine Chance mehr, einen neuen Account auf unserer Plattform zu eröffnen. Ja, aber hallo, er hat mit den Hatern gnadenlos abgerechnet, ja? Ja, bist du neidisch. Aber du bist im im Entscheidungsmodus. Da steht Entspannung. Nicht Entscheidung, nicht Entschuldigung. Da steht Entspannung. Entspannungsmodus. Du hast einen Lachkrampf. Du hältst das für eine gute Info. Okay. Also, was hat dir gerade jemand geklickt? Ist neu hier. Der Klonter, der hat uns ja mal ein Video geschrieben, dass ich voll fett bin. Dankeschön. Ich werde jetzt erstmal abnehmen, ne? Ich mache jetzt erstmal wieder meine Radl-Videos. Kündige ich jetzt erstmal an. Aber damit ich diese Radl-Videos machen kann, brauche ich Geld. Du spürst eine paranormale Präsenz. Du hast eine... Er hat wahrscheinlich entfahren lassen. Ein Lachkrampf. Du schmeichelst dir selbst. Du bist im Entspannungsmodus. Und es ist vorbei. Du verabschiedest dich, du bittest um Abonnenten. Natürlich bittet man um Abonnenten als Streamer. Oh ja. Leute, abonniert mich jetzt. Okay, jetzt muss ich den Stream werden. Entschuldigung. Tschüss. Nein, Quatsch. Man will ja erfolgreich sein. Vor wann ist das Spiel? Von 2019? So, das sieht gut aus. Wir speichern mal. Jetzt muss ich an den PC. Nimm deinen ersten Vlog auf. Nimm deinen ersten Vlog auf, abgeschlossen. Der muss noch 6 weitere Vlogs aufnehmen, damit er die alle auf seinen Kanal hochbrettern kann. Der braucht ja die Watchtime. So, piep, piep. Wartet mal kurz, was ist denn hier schon wieder los? 2006? 16? Ich wollte 6 sagen. Was macht er da jetzt? Wieder mit irgendwelchen Hatern abrechnen? Paranormale Präsenz. Nimm deinen Daumen aus dem Arsch. Das ist halt wirklich ein Dreckspiel. Also, der Ersteindruck ist ja wirklich hart negativ. Oh, N-Wort. Oh, oh. Bitte nicht rausschneiden. Das wäre ja ganz, ganz böse. Ja, mir auch egal. So. Ein tolles Let's Play, wo dann eine halbe Minute einfach weggeht und irgendwas macht. Piep, piep. Gut gemacht, Drache. Jetzt müssen wir das Video auf YouTube veröffentlichen. Zuerst werden wir es auf deinem Computer bearbeiten, um es etwas aufzubessern. Der spielte gerade eigentlich den Protagonisten aus dem ersten Teil. Und jetzt macht er seinen eigenen Kanal auf NewTube, also neue Röhre. Ja. Piep, piep. Hm.
So, wir haben einen Vlog. Dieses Tool ist, aber ja, gut, okay, jetzt brauchen wir es halt alles vorlesen, glaube ich. Ja, da kann nämlich ein Vegas 13 umgehen, ja. Ist ja nur alle neidisch. Im Prinzip ist das recht einfach. Wir versuchen das hier irgendwie möglichst zusammenzubacken. Das ist halt möglichst gut. Und da gibt es nämlich hier einen schönen Bonus. So, dann würde ich sagen, das passt. Renderpunkte, 4 von 8. Ah, wir brauchen einen vernünftigen Ding. So, und ich nehme immer die Titel. Vlog aus dem Jenseits, eine komische Vision von Mein Haus. Ah ja. Hier irgendwie, weil... Weißt du, andere Leute versuchen da irgendwie was Originelles zu machen. Der macht einfach nur auf random Knopf, you are in Jesus, mach mal bitte einen Titel für mich und das war's dann. Und genau so sind auch seine Originalvideos. Die sind einfach scheiße. Deswegen hast du einen Vlog Part 163 oder sowas. So ein Müll. Keine Ahnung. Der hat seine Vlogs ja teilweise wirklich so genannt. Schon, bevor man sich jetzt meinen eigenen Titel ausdenkt. Da habe ich schon bei meinen eigenen Videos ein Problem. Wow, 2 Likes. Oh, 2 Likes, wow. Yeah, ich bin total erfolgreich. Ich habe 2 Likes erhalten, Leute. 2 Likes, ja. Yeah! Ich raste aus. Muss nach 4 Stunden neuen Kanal eröffnen. Boah, ohne Scheiß, die Leute schreiben mich den ganzen Tag nicht an. Und dann, wenn ich am Arbeiten bin, dann kommen 100 Nachrichten von allen Leuten. Ah ja, das da ist harte Arbeit. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin in der Truman Show gefangen und jeder weiß irgendwie, was ich mache. Und deswegen nerven mich die Leute genau dann. Und so ist den ganzen Tag nichts. Ich habe gestern den ganzen Tag Anime geschaut und gezockt und habe ansonsten eigentlich nichts gemacht. Und was ist passiert? Er hat gerade eben seinen Arbeitstag beschrieben. Animes gucken, spielen, schlafen, fressen, kacken, wichsen. Das war's. Das ist sein Arbeitstag. Ofi, hast du dir diese Parts überhaupt schon angeguckt? Ich frag dich mal ganz höflich. Passiert gar nichts. Und heute bin ich am Aufnehmen und ich habe nicht einmal die erste Folge geschafft, ohne 5-mal Nachrichten zu bekommen. Dann mach das Handy aus. Piep, piep. Schnapp dir dein Handy und installiere eine YouTube-App. Aber erst mal im ersten Vlog mit irgendeinem Hater abrechnen. Der Kanal existiert halt gerade erst ein paar Minuten. Erstmal wieder die Hater ankacken. Mhm. So. Installieren. Geschlossen. Cool. Jetzt haben wir die YouTube-App. So. Gepostete Videos 1. Aufrufe 0, Abonnenten 0, Monetarisierung 0. Hä? Genau, und hier können wir nämlich schon mal sehen. Jetzt haben wir Aufnahme 1, Bearbeitung 2, Trenden haben wir 0, Vlogs. Das Video könnte halt wirklich, also jetzt versuchen wir uns mal in das Video reinzuversetzen, nicht in dieses Kackspiel hier. Das Video könnte er vielleicht im Jahre 2007 hochladen können, tun in der Qualität. Da wären es vielleicht 5 Sterne gewesen, aber heute, buh. Genau. Sieh dir den YouTube-App an. Mal gemacht. Grottig? Nein. Wusstest du, dass ich auf Videos vom Typ Kommentare auf deinem Computer aufnehmen kannst? Du brauchst verschiedene Videotypen zum Aufnehmen. Und laut 3 Likes und der Rest sind Dislikes. Also wie in echt. Datenbank gibt es eine Menge, die du freischalten kannst. Jeder Videotyp ist für eine andere Situation geeignet. Und wenn du dein Level für jeden Typ erhöhst, wirst du qualifiziert hochwertigere Videos machen. Qualifiziert? Ja, ganz normal eben. Sollen wir es mit den Kommentarvideos auf dem PC versuchen? Na klar. Lies doch zu Ende. Ich spule nicht zurück, kein Bock drauf. So, Video aufnehmen. Das heißt, eine Aufnahme... Und du kommst energiegeladen rein. Also, was ist jetzt energiegeladen? Das hier? Hallo Leute, ich bin neu hier. Oder, hallo Leute, ich bin neu hier. Was geht ab, Leute? Oder wie Fire und Bote? Hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Fabio. Kennt ihr ihn überhaupt noch? Du gibst konstruktiv. den fand ich irgendwie total lustig. Der hatte schon was. Kritik, doch. Du hast eine... Du gibst konstruktive Kritik, doch du hast einen Lachkrampf. Ah ja, guck mal. Er mutiert weiter zum Hater. Ein Lachkrampf, du sagst WTF, du bist im Entspannungsmodus.
Du hast mit einer Hater-Gnaden nur abgerechnet. Ich glaube, das ist wirklich fast in jedem Video der Fall, wenn du mit irgendeinem Hater gnadenlos abrechnest. Das müsste ich auch mal in jedem Video machen. Da müsste ich einfach irgendeinen random Kommentar von YouTube nehmen oder irgendeine Scheiße dazu erzählen. Du bekommst einen Lachkrampf. Ha, guck mal, der hat mich Hurensohn beleidigt. Du kommst zum Ende des Videos und verabschiedest dich. Wie, du? In jedem Video Abonnenten betteln. Hä? Wie, das macht ihr doch nicht? Ob man die hochkriegen muss. Oder ob die möglichst einfach immer sich steigern müssen, damit man besser wird. Keine Ahnung. So, ich muss es mal speichern. Natürlich bearbeiten wir das Video auch gleich mal. Aber diesmal haben wir es halt ganz so gut hinbekommen. Ja. Ich habe das nie ganz verstanden. Warum das ist man so. Das habe ich nie ganz verstanden, warum man das nicht vernünftig verschieben kann. Das ist doch einfach, ich Mann. Einfach hin und her schieben. Ich kann es auch nicht einfach runterziehen. Eigentlich ist es scheißegal, wo du es hinsetzt. Am Ende ist es völlig wurscht. Ein Bearbeitungskünstler. Machen wir hier mal den. Machen wir mal den und veröffentlichen es. Null volle Wort, drei Likes ist doch sehr realistisch bei ihm. Piep, piep. Ein Video. Ein Like. Super. Das ist wunderbar. Der hatte vorher zwei Likes. Ja, ja, toll. Jetzt nur ein Like. Oh nein, ich glaube, ich lösche mich jetzt besser. Wäre es mal echt so gewesen. Losgegangen. Das ist ja gar kein Ziel am PC. Erreiche 30 Abonnenten. Wer abonniert so einen Scheiß? Geschafft. Das viel überarbeiten in fällt mir nicht YouTube ein. YouTube kannst du jederzeit einsehen, wie deine Videos ankommen. Erreiche 30 Abonnenten. Ring. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ist es schon Mitternacht? Zeit ins Bett zu gehen, oder? Du wachst. Guck mal, Xavier, der ruft einfach an, um dir zu sagen, geh ins Bett, du faules Scheißstück. Am nächsten wie wär's denn damit? Völlig erfrischt auf. Und bist bereit, mit der Erstellung eines Inhaltes fortzusetzen. Wenn du wolltest, könntest du bis 4 Uhr aufbleiben und du könntest einen langen Tag. Was? Aber du hattest einen langen Was? Tag. Aber es wird dir gut tun, auszuschlafen. Morgen werden wir dein neues Leben auf YouTube weiter erkunden. Drache, und es ist. Leselot. Und wenn du die Nummer 1 werden willst, vergiss nicht, täglich Videos zu posten. Mr. Beast postet auch nicht täglich Videos, oder? Wer hat auf YouTube eigentlich aktuell die meisten Abonnenten? Eigentlich ist es nicht mal wichtig. Wen interessiert das? Wir haben 2 Videos, wir haben insgesamt 6 Minuten. Ah ja, genau. Und das ist auch vollkommen unrealistisch. Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast auf ein Video 70 Aufrufe und bekommst 30 Abonnenten drauf. Das macht keinen Sinn. Für 2 Aufrufe bekommst du kein Abo. Das macht keinen Sinn. Das ist vollkommen unrealistisch. Aber das soll ja einfach sein. Und das soll den kleinen Kiddies ja auch vorgaukeln. Ey, guck mal, wenn du auf YouTube einen Kanal machst und dort irgendeinen Rotz hochlädst, scheißegal, was das für ein Dreck ist, mit 3 Likes, dann kannst du direkt einfach mal übelst viele Abonnenten bekommen. Ja? So einfach ist das auf YouTube. Mhm. Das vermittelt dieses Dreckspiel. Das ist aber echt einfach nicht so. Verdient. Wir haben insgesamt über 57 Abos gekriegt. Und wir haben insgesamt. Das klebt voll. Ja. Voll scheiße. Ein paar Aufrufe. 31. Also 131. Nö. Aber wird mir weiter nicht schmecken. So. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Cool. Das sind die heutigen Trends. Der Strand. Deity of War. Honey Play Studios One. Abenteuer und Armor Red. Nukleas, genau. Gibt es eigentlich mehr Videos Audios von Mama Baraka neben der Ansage und das Baphomet-Bekenntnis? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Ring. Hey Drache, ich habe. Liest er so seine Rechnung, dann verstehe ich seine Schulden. Der liest sich gut ab raus. Ich habe die Videos gesehen, die du auf deinem Kanal hochgeladen hast. Sie sind gut, aber du hast vielleicht schon gemerkt, dass sie nicht viele Aufrufe bekommen. Es liegt daran, dass sie nicht im Trend liegen. Schau dir die täglichen Trends an, um ein Video
darüber aufzunehmen und hochzuladen. Wo ist der Abo-Button hin? Der muss leider noch kommen hier auf Twitch. Das wird doch ein paar Streams dauern. Bis ich Affiliate bin, muss ich mindestens 7-mal streamen. An 7 verschiedenen Tagen. Deswegen, das wird noch ein wenig dauern. Der Rest kommt aber von alleine. Auf diese Weise bekommst du mehr Aufrufe und Abonnenten. Ich muss einfach streamen, das ist alles. Ja, das ist mir schon bewusst. Erreicht die Top 75. Ach, YouTube City ist so klein, dass du vielleicht so 100 Leute drin wohnen hast. Eine ganz große Stadt. Wer bezahlt die Stadt eigentlich? Die YouTube-Monetarisierung oder was? So, wenn man F drückt, dann sieht man die immer. Wahrscheinlich alles Werbeeinnahmen. Ach, der Rausch. Breaking Scanner. In der Stadt. Oh mein Gott. In der Trend ist. Was? Achte darauf, was in der Stadt im Trend ist. Trends ändern sich jeden Tag. Also schau jeden Morgen auf dein Handy, um über. Warte mal, halt mal kurz die Fresse, Leselord. Ich muss die Scheiße wieder ausschalten, warte mal. Okay. Achte darauf. Ich werde halt wieder gebrochen, warum auch immer. Trend ist, Trends ändern sich jeden Tag. Also schau jeden Morgen auf dein Handy. Hallo und das Hallo, Winky Holler, Segen GmbH. Was geht? Schön, dass du da bist. Und danke für dein Follow. Auf dem Laufenden zu bleiben. Radfahrer to go. Vielen Dank für dein Follow und danke. Trends zeigt seine Beliebtheit an. Unbekannt ist grau. Verbreitet sind grün. Beliebt ist blau. Sehr beliebt ist lila, auffällig ist orange und Nazi-braun. Das ist Nazi-braun. Und Trendthema, das höchste Trendthema ist rot quasi. Das ist Nazi-braun. Braunen Hemden sind Trendthema. Im Moment ist es Spiel Deity of War sehr beliebt. Und wenn du irgendwo einen auffälligen Trend oder ein Trendthema. Mädel, siehst, hallo, Busbar GmbH, schön, dass du da bist, was geht? Wenn du ein Video zu einem bestimmten Thema aufnimmst, werden die entsprechenden Trends. Er müsste das Spiel eigentlich hassen. Streng genommen schon, ja. YouTuber? Was, mit dem Video verknüpft? Aber gut, der simuliert sich in YouTube rein, weil er denkt, ich bin voll krasse YouTube-Super-Mega-Star. Wird aber von YouTube halt gesperrt und das ständig. Und dann spielt halt sowas. Die Erstellung von Inhalten zu einem beliebigen Trendthema. Zum Trendthema ist schlüssig und Gewinnung von Abonnenten. Ist der Schlüssel zur Gewinnung von Abonnenten. Das Erfahren. Oh Gott, es tut mir leid, ich will mal lesen, ne? Hier runter sind da echt die Stirn. Das Erfassen von Trends ist der Schlüssel zu mehr. Hast du gesehen, dass sich die angesagten Videos am Videospiel drehen? Ja. Um diese Art von Videos aufzunehmen, musst du zu Hause eine Gaming-Ecke einrichten. Ja, wenn du irgendwelche Spiele aufnehmen möchtest, solltest du dir eine Gaming-Ecke einrichten. Wie Montana Black zum Beispiel. Oder jeder andere mit einem Namen da draußen. Wie wäre es denn damit? Was mal, Drachenlord hat einen Laptop, spricht über so ein scheiß Headset und versucht dieses Spiel halt aufzunehmen. Die Aufnahmequalität von dem Spiel selbst ist nicht mal das Problem, sondern alles drumrum und das Spiel selbst. Mitte Klonte, hallo Undisch, was geht? Du kannst die Gaming. Guck gerade aus dem goldenen Handschuh. Grüße von Uji aus Nehmen. Yo. Okay. Genau. Fähigkeit-App ist installiert. Oh. Ja, ich überspringe das jetzt mal ein bisschen. So. Wir haben jetzt das hier. Wenn wir jetzt da drauf gehen, dann können wir das hier installieren. Und damit können wir eine kleine Gaming-Ecke einrichten. So, perfekt. Du hast jetzt eine Gaming-Ecke eingerichtet. Jetzt brauchst du nur ein Spiel und eine Konsole und schon kannst du auch anfangen, Gaming aufzunehmen. Viele YouTuber posten Gaming-Content, versucht den beliebtesten Videospiel zu finden. Übrigens, ich habe dir ein Spiel und eine Konsole bestellt, damit du anfangen kannst. Geh und. Genau, jetzt müssen wir zu Blade. Nein, was steht da? Du anfangen kannst. Geh und sprich mit Blair, dem Mädchen im Gaming-Laden Player 1.
geh und genau, jetzt müssen wir zur Blains. Zur Blains, Play One. Der trollt doch. Wenn es mal so wäre. Es fehlen Hater im Spiel. Nein, du kannst hier in dem Vlog mit Hater abrechnen. Ja. App auf deine Handy installiert. Schau es dir mal an. Genau, da kann man quasi so ein bisschen gucken, wo man hin will. Sind hier eine Gaming-Ecke, haben wir abgeschlossen. Oh ja. Rede mit Blair. Blair! So, an der Stelle würde ich aber mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Blair Bärchen. Bis dahin, euer Drache. Ey, haut rein. Gino ist auch da. Schön. Und denkt daran, Kommentare schreiben, abonnieren und fleißig mit dabei sein. Dankeschön. Ich glaube, ich habe bei meinem scheiß Reaction-Scheiß-Dreck hier eigentlich mehr zu diesem Spiel erzählt als Wingel. Kann das sein? Okay, warte mal, der Hund macht gerade eben Stress. Moment. Der hat es jetzt eilig. Ja, von mir aus. Ja, Babe war wieder in meinem Zimmer. Stinkt. Oh, Babe! Hast du wieder mein Bett geschissen? Ne! So, zweiter Part, dann haben wir es hinter uns. Holzapfel von mir aus. So, aber irgendwie ist. Mach doch Vollbild! Wo Vollbild? Hä? Vollbild? Hä? Qualität, Auto, ist mir egal, Vollbild! Pop bei Daily Motion. Okay. Vollbild. Scheiße. Ich will Vollbild haben. Drachenlord versagen YouTubers Live 2. Cool. Bobo. So. Hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Was sich die Frage stellt, warum habe ich mir nicht was zu trinken eingeschenkt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe? Aber irgendwie ist das bei mir, das sind irgendwie so ASMR-Hintergrundgeräusche, die ich irgendwie immer mit einbaue. Ich weiß auch nicht warum. So, und wir wollen jetzt zu Blair. Zu Blair aus Drone Together. Das war die heiße Schnitte mit den roten Haaren. Da fällt mir etwas ein. Wir sollten mal den Spielsound lauter machen. Wartet mal. Wir hören halt immer noch nichts. So, jetzt hört man ein bisschen was. Aber erstens ist es fucking leise. Und zweitens. Sieht aus, als hätte ich noch gar keinen Sound. So, jetzt müsste es aber gehen. So, hier ist immer noch Player zu leise. Soweit kenne ich mich im Spiel aus. Cooler so, Pokémon-Laden. Kann ich dir irgendwie helfen? Interessant, dass Blair einfach aussieht wie irgendeine Goff-Nutte. Xavier hat mich geschickt. Da wird im Spiel okay, so dargestellt. Du bist also der neue YouTuber in der Stadt. Naja, Xavier hat mich angerufen, um dir das hier zu geben. Hier hast du eine Konsole, Honey Play Studios One und das Spiel Deity of War. Oder Dirty of War. Piep, piep. Alle Gegenstände, die du erhältst, werden in deinem Rucksack aufbewahrt. Der Rucksack hat eine nur begrenzte Anzahl an Plätzen. Domina. So, da nervt mich jetzt der Xavier wieder. Hat Rahasa das Spiel und die Konsole schon? Ja. Super, jetzt... Was ist denn das eigentlich für eine Schrift? Kann das irgendeiner entziffern? Lass uns... Das ist Aramäisch. Ja, erst Gaming aufnehmen. Na, ein Plattext, geh nach Hause, setz dich an den Computer und nimm auf, du Sau. Das sieht aus wie fucking Pokémon. So, sehr schön. So, piep, piep, um einen Gameplatz. Ja, das erkläre ich euch jetzt. Das Spiel genau, fordert ihn bis jetzt nur so sehr, weil er so viel lesen muss. Das habe ich am Anfang falsch gemacht. Muss wirklich jetzt so. War da am Anfang auch schon ein Fernseher mit einem Sitzkissen in der Ecke? Habt ihr das beobachtet? Machen und jetzt hier kurz. Weißt du was?
Aha. Guck mal, Xavier hat dem sogar einen Fernseher geschenkt. Mann, ist der nett. Kohle platzieren und dann öffnet sich automatisch das Inventar und das Spiel. So, und jetzt kann ich nämlich erst aufnehmen. Am Anfang habe ich das dahin. Du kannst normalerweise eigentlich nicht so leicht aufnehmen. Aber okay. Und dann wieder weggeräumt und dann war es irgendwie komplett weg und ich habe es nicht mehr im Tag gehabt, aber das Spiel neu gestellt. Auch geil. So. Gameplay. Und das hier, erster Eindruck, Analyse geht nicht. So. Du schaltest die Aufnahme und reagierst energiegeladen, natürlich. Ja, Krieg! Die KI ist ein harter Gegner. Auf sehr leicht. Du schnippst. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß aber auch nicht. Du machst eine technische Bemerkung. Ja, gerade der. Ja, du machst eine technische Bemerkung. Technische Bemerkung ist, glaube ich, nicht verkehrt. Eine technische Bemerkung zu einer harten KI? Hä? Ich würde eher zusehen, dass ich diese KI verstehe. Du schaltest eine Skin frei und du schippst, ja, keine Ahnung, das ist wohl dieses Herzchen. Ja, er hat gerade Loser gezeigt, ja, guck mal rein, der Loser. Ja, du kommst zum Ende und bittest dem Abonnenten. Ab und zu machst du jedes zweite Video oder so. Ja, auch so mitten in der Aufnahme wie Profi. Du kommst zum Ende und du bittest um Abonnenten. Ab und zu machst du jedes zweite Video oder so. Ja, Leute, ich möchte mich jetzt verabschieden. Gebt mir ein paar Abos. Metalhofe, bis zum nächsten Mal. Das ist ein Video. So macht er das scheiß Video. Man könnte mal vielleicht annehmen, dass man aus diesem Dreckspiel für Kleinkinder vielleicht mal lernen könnte. Gerade er. Aber nein! Sehr schön. Verarbeiten. Glenn ist ein KI-Versteher. Ich habe Sneakers. Perfekt. So. Können wir ja aktuell jetzt machen. So, machen. Bestes Gameplay-Video. Passt. Also, ich fordere dich heraus, nicht zu lachen, wenn ich über Honey Play Studios One spreche. Das ist ein Gameplay-Video, keine Analyse. Sehr unpassender Titel. Man könnte es doch vielleicht einfach nur Let's Play Call of Duty War irgendwas nennen. Part 1. Tutorial. Oder ich fick die Russen. Weißt du? So, und das ist ja diesmal getrendet. Das heißt, oh, wir kriegen viele Dislikes. Die Reaktion. Wir kriegen viele Dislikes. Ja, toll. Oh. Alles auf 2. Nicht schlecht. Das ist sogar die Trends. Nicht. Gesamtbewertung 1,5 Sterne von 5. Ja, das ist nicht schlecht. Junge, das wäre eine 5. Die Beschreibung allerdings nicht. Ja, toll, ich hab Dislikes. Mann, Alter. Ist das eine Scheiße? Ah, ein Burger. Ah, ein Burger, cool. Ich dachte, der mag keine Burger. Junge, ist das Spiel ein Troll? Du kannst ein Video aufnehmen oder bearbeiten, wenn dir eine Energie ausgeht. Genau. Gamer-Gum, Leute. Mir geht die Energie aus. Ich kann nicht mehr streamen. Deswegen. Ich brauche Alles, was Gamer hat, ist total gut, weil das hat ja irgendwie einen Preisaufschlag von 200%. Na, was riecht es? Also, Geschmacksrichtung nennt sich Crazy Cherry. Ich denke, das ist einfach nur erfrischende Kirsche. Oh ja, das zieht direkt in die Nase. Hm? Meine Tanke, ich weiß nicht. Hm. Kannst du Gamergum. 1,20 bei Netto. Ich wollte es probieren. Aber ich brauche die Energie, ja? Ich lese es mal vor. Gamergum. Call of Fruity. Oh mein Gott, das lese ich jetzt. Könnt ihr das lesen? Call of Duty, die rote Schrift hier. Erlöst mich. Essen und oder schlafen. Gehen, um deine Energie wieder aufzubauen. Gamergum. Na komm. Denk daran, wenn du dich schlafen legst, wachst du erst am nächsten Tag wieder auf.
Erfrischende Küche. Zum Glück hat Xavier dir gerade etwas zu essen geschickt. Öffne den Rucksack und etwas zu essen. Genau, dann drücke ich einfach auf I. Und da essen. Oh, warte mal. Oh, stimmt, warte mal, hast recht. Gut, dass du mich gerade eben drauf angesprochen hast. Warte mal. Gut, dass du mich darauf angesprochen hast, dass das das falsche Overlay ist. Ey, danke. Warte. Gamer Gum. Mach in den Scheiß. Komm, Mann. Das ist nervig. So. Manchmal bei den Burger. Klar, das hin und weg. Oh ja. Ich schub den Mist runter. Deine Energie ist wieder hergestellt. Ich habe die Restaurants der Stadt für dich auf deiner Karte markiert. Mit Schnaps drin. Cool. Du kannst in einem Restaurant gehen und etwas essen oder dir etwas zum Mitnehmen holen. Nur auf die Karte. Wow. Das war die falsche Taste. Genau, in unserem Fall ist gleich hier ein Restaurant. Sehr praktisch. Ring, ring. Also gut, warum entspannst du dich nicht ein bisschen und erkundest die Stadt? Du bist neu in der Stadt und musst Leute kennenlernen. Gute Freundschaften werden dann deiner YouTube-Karriere auf jeden Fall helfen. Es gibt prominente und seltsame Nachbarn in New City. Warum ziehst du nicht los und lernst ein paar kennen? So, lerne 10 Leute kennen. Problem ist, man kann nur nicht jeden anquatschen, der hier rumsteht. Netflix. Anstatt Netflix. So, gehen wir mal ins Restaurant. Was ist mit dem? Gehen wir mal ins Restaurant und holen uns ein, zwei Sachen zu futtern. Außerdem lernen da gleich jemanden kennen. Ich bin neu. So. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? Das ist so spannend, Rainer. Das größte Aufstieg in die Glamour-Welt. Drachenschuppen-Tee. Lol, YouTube-Karriere. Du bist so neidisch. Gibt uns 10 Energie. Machen wir mal. Übrigens, das habe ich noch gar nicht vorgelesen. Ich muss hier noch mich bedanken bei den ganzen Leuten, die mir ein Follow nachgelassen haben. Marit Zutter, vielen Dank für dein YouTube-Abo. Mr. Midori, vielen Dank für deinen Twitch-Follow und gleich auch für Thompson95. Vielen Dank, Mann. 3 Stück. Kann ich das hier eigentlich wieder aktivieren? Aber die stacken nämlich nicht. Sehr schön. Sehr schön. Hoffnung. Überm Keller. Na klar. Dann haben wir hier noch einen Laden, da können wir mal reingehen. Ist dann der Lead Point? Ich spule nicht zurück. Ezio, du verdammter Uhrensohn. So, noch jemanden kennengelernt? Ja, so ein eng gebliebenes, fettes Riesenbaby. Wieso sind wir jetzt bei 4 Leuten? Wir haben doch bloß mit 2 Leuten gesprochen. Ich liebe diesen Kommentar. 3, wenn man den an der Kasse mit. Oh mein Gott, Netflow. Einfach eine Netflix-Parodie mit Netflow. So. Blair haben. Denk dran, das ist die Hightech-Stadt. Mit Blair haben wir auch schon gesprochen, die zählt wohl anscheinend schon. Das ist Blair. Okay, hier ist jetzt niemand drin. Guck mal, kennt ihr auch die Läden, wo du einfach nur ein paar Regale drin stehen hast und dann im gesamten Laden nur gefühlt so 6, 7 Spiele? Man sieht immer, wenn man mit jemandem reden kann, weil die dann so Ausrufezeichen auf dem Köpfchen haben. Man bekommt aber Besuche. Sonst keine Simulation. Boah, sind die Tauben fett. Das ist ein GameStop. Cool. Mit so, nicht mal 10 Spielen. Hier ein kleines wow. Modeladen-Gedöns. Ich bin Drache. Lies dir mal vor. Guck mal, die Alte hat ihn direkt gedisliked, weil der einfach abgehauen ist. Hallo, Spielerdrache, und schnell wegrennen.
So. Oh Mann, ich zieh mal immer unsere Zeit und welcher Tag und alles ist. Mach keinen Scheiß. Das ist ein zweiter Frühlingstag. Der zweite Frühlingstag. Goa ist gerade im Fitnessstudio, voll unrealistisch. Was hat er dort verloren? Und außerdem ist es so oder so unrealistisch, weil er dick ist. Startet er gerade eben auf die Alte? Weil der liest da nichts vor. Der hat gerade bestimmt ein bisschen gesagt, so. Der sagt gar nichts mehr. Ja, unsere Energie ist nicht gerade hoch. So will er rein in Wirklichkeit leben. Genauso stellt er sich das sein Leben vor. Gemacht. Mhm. So, müssen wir mal ein bisschen hier umgucken. Das Spiel ist, glaube ich, ab 6 Jahren. Kennen wir schon, insgesamt. Die Playcorn, okay. Unsere Abonnenten steigen auch nach wie vor. 102 Abonnenten, wow. Richtige Influencer. Mit A. So, gehen wir mal an das Viertel. So, das hier ist ja das Wohnviertel. Gianni. Ich finde es super, dass er die Dialoge vorliest. Guck mal, niemand mag ihn. Nicht unbedingt mein Laden, wie es aussieht. So, dann sind wir schon. Der schaut sich ja nicht mal rum. Der rennt nur durch. Okay, da kommen wir nicht rein. Könnten auch nochmal zum Strand gehen. Hey, sieh mal, läuft uns direkt jemand über den Weg. Ich glaube, man kann diesem Spiel gar nicht versagen. Das ist das perfekte Spiel für den Wingel. Ich bin Drache. Die Dixie. Der könnte eigentlich auch mal Sims spielen, ja. Das wär vielleicht lustig. So. Weil Gronkh hat der Sims auch mal gespielt für auch mal mehreren hundert Parts. Könnte doch Rainer auch machen. Gronkh hatte die Schlömpels, Rainer hätte die Winklers. Wo ist das Problem? Ach ja, hier kann man, glaube ich, die Drohnen verbessern. Wie ist der Spasti? Dr. Emmingout. Cool. Der mochte Drachenlord auch nicht. Das sind aber, glaube ich, nur Aussehensdrohnen-Dinger. Unser Drachu bleibt, glaube ich, bei uns. Nennt man Skin. Durch sind, aber ich habe keine Ahnung. Soweit war ich mit dem Spiel. Warte. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Schaut mal. E-Roller, oder? Ja, das ist ein E-Roller. Leute, es geht los. Soweit war ich mit dem Spiel noch nicht. Der muss die nur noch entdecken. Da kam jemand raus. Piu, piu, piu. Sprich doch mit diesen Deppen da. Da! Wo ist die Person jetzt hin? Okay, wow. Laden ist zu. Es ist schon zu spät, ist scheiße. Stimmt, hier ist ja auch ein E-Roller abgebildet. Boah, bin ich blind. Mach den Dreck aus. Wir haben das bald durch. Die Scooter können wir später fahren. Scooter von Lidl. Ah, nehmen wir doch einfach dich so lange. Gigi. Die Chichi. Was stand da jetzt? Dich so lange. Du hast echt Mut. Ich bin Gigi Macaroni. Hast du noch nicht von mir gehört? Chichi. Glaube nicht alles, was du hörst. Ah, der klickt einfach nur irgendwas an. Ich habe schon von dir gehört, aber nichts Gutes. Ja, pass auf, was du sagst. Ich habe Rübe. Mir sagen lassen, dass du dich gut mit den Nachbarn verstehst. Ja, das sieht man ja auch. Niemand mag ihn bisher. Das ist richtig, Einstellung. Wusstest du, dass du ihren aktuellen Standort... Ja, ich kann es auf der Karte... Ja, das wusste ich. Perfekt. Naja, mehr habe ich dir bisher nicht zu sagen. Bis dann. Italo Transit. Ja. Lerne 10 Nachbarn so. Kennen. Nur weil man die Nachbarn trifft, heißt es nicht, dass sie auch einen mögen. Ich würde jetzt nach Hause gehen und noch ein Kommentarvideo aufnehmen und dann würde ich pennen gehen. Wie möchte ich leben?
geht die Energie aus. Okay. Okidoki. Dann hauen wir uns nochmal eben einen Tee rein. Das sollte reichen für die Energie. So, 50 Energie, das sollte reichen. Jetzt geht los. Du sagst schon Hallo. So. Ach so, also, hallo, ich bin neu hier. Das ist Schüchtern oder was? Der Hund deines Nachbarn fängt an zu bellen. Aber du hältst das für eine gute Info. Du hältst das für eine gute Info. Wuff, wuff. Ah, interessant. Ja, okay, ich werde abnehmen. Ich baue eigentlich bloß oben auf die Leiste, dass ich möglichst viel davon immer habe. Halt, der Hund fängt an zu bellen. What the fuck? Du antwortest einem Hater aus einem früheren Video. In jedem Video waren bisher die verfickten Hater einfach ein Thema. Also, bis jetzt besteht das Spiel nur aus Rumrennen und irgendwas mit den Hatern machen. Sehr schön. So, die Bearbeitung kostet mich auch noch mehr Energie. Was? Hoffentlich reicht die Energie. Energie und tschüss. Wenn ihr es kennt. Oh Gott, was kostet es denn? 2 Dublonen. Zeigt mir das gar nicht an? Zeigt mir gar nicht an, wie viel Energie das kostet. Das ist ja besteuert. Gut, bearbeiten wir es am nächsten Tag. Jetzt habe ich natürlich den Tee umsonst gesoffen. Geht's dann abklondern, yo. Wahrscheinlich textet er jetzt am Anfang erstmal zu. Mittwoch, 3. Tag. So. Die Playcon, Sonic, Deity of War, Honey Playstone, ja, das ist genau, Abenteuer und noch irgendwas. So. Kriegen wir hin. Ring, ring. Guten Morgen, da. Also, guten Morgen, Drache. Wusstest du, dass das Event, auf das alle YouTuber warten, in den letzten Frühlingswochen in Stadt kommt. Keine Ahnung. Das sagt mir was. Ja, keine Ahnung. Was könnte das gut sein? Eva 22, vielen Dank für den Follow. Beim Festival werden viele einflussreiche Leute aus der Gegend sein. Es gibt Konferenzen eventuell. Du solltest die Playcon nicht verpassen, wenn du bekannt werden willst. Ja, die war also kostet Energie, da kannst du 40 Stunden in die Tonne kloppen. Playcon in aller Munde ist und poste Playcon-Content. Achte auf deine große Werbeplakat. Was ist, wenn ich dich will? So. Mit einem Video. Videos sind gut, aber man muss sie aufnehmen, bearbeiten und hochladen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Den Insta-Selfie. Ja, im Prinzip, mach einfach Instagram. Außerdem kannst du Leute folgen, die du kennst. Ja. So, Drache installiert jetzt Instaself. Genau. Ja, und sowas hier muss man in die Klonne toppen. Das ist übrigens der volle Alert wird dabei angezeigt bei dir. Habe ich ausgeschalten. Sollte nur einmal sein. Quests. Hallo ASB-Lord. So. Wir haben übrigens gesehen, wie groß die Karte bisher war, die er, erkundet hatte, sagen wir es mal so. Der hat die Hälfte schon erkundet. Veröffentliche ein Foto mit Play-Content. Also Play-Con. Das ist harte Arbeit, ja. Von gestern Abend da könnt ihr eure 40-Stunden-Woche in die Tonne kloppen.
Der macht halt einfach irgendwas. Ich hab das nicht verstanden. Ist mir zu schwer. Ja. Du konntest das im ersten Spiel einfach zusammenpatschen und einfach so hochladen, scheißegal. Und jetzt musst du es so passend zusammenschneiden, also schneiden bzw. zusammensetzen wie ein dämliches Puzzle, weil das einfach sonst nicht geht. Du kriegst das Video sonst nicht fertig. Mein Haus ist eine Todesfalle. Ich erzähle dir davon in meinem Kommentarvideo. Okay. Ja. I dislike. Ja, yeah, toll. 6 Likes, 1 Dislikes. Yeah. Ich hab 3 Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. Wie jedes Video, macht halt das Speedrun. Du postest, oh, ja, bringt dir Fähigkeitspunte. Ja, habe ich schon. Machen wir jetzt Mac-Brötchen und Zwamm. Gönn dir. Die Fähigkeitspunkte und Videotypen, Workshops und andere Upgrades. Hast du Onlyfans? Der Fähigkeitsbaum-App freizuschalten. Ja, ich renne mit der schwarzen Ruhe rein. Auf die Videotypen, von vorne, hinten und von der Seite, die du bereits kennst, aufwerten und größere Wirkung dabei erzielen. Ja. Falsche Taste. Genau. So, was ich jetzt nämlich machen kann, ist, ich kann zum Beispiel Vlogs freischalten. Ne? Ne. So, damit sind Vlogs auch freigeschalten. Hast du Sex mit großen Wassertieren? Die Frage ist wohl eher, wie oft? Genau, jetzt machen wir mal den Playcon-Content. Dafür gehen wir hier hoch. Und hier haben wir nämlich so ein schickes Playcon-Bildchen. So, jetzt können wir unsere Pose ändern. Und einfach mal schlicht ein Foto machen. Ja, jetzt muss das tatsächlich was eingeben. Ich war da. Toller Titel. So. 727 gefällt mir. Mann, Alter. So, du hast, das ist halt wirklich langweilig. Mehr du bekommst und je beliebter diese sind, desto mehr Aufmerksamkeit wird deine Beitrag erhalten. Selbst für die Schach im Gelben. Nun, ja, stimmt. Auch er war da, wie auf Madeira. Ist, dann kannst du in dem nächsten Video das. Schon was Spannendes passiert. Nö, aber der wird halt vom Spiel ein bisschen getrollt. Verwenden. Wenn du die. Wenn du dich bestimmt erinnerst, wie du dich bestimmt erinnerst, kannst du jeden Trend nur in einem Video pro Tag verwenden. Lass uns ein Video mit dem Trend aufnehmen, den du erfasst hast. Poste ein Video mit Playcon. Ja, jetzt wird's spannend. Zufälligerweise die Playcon jetzt auch eröffnet. Mhm. Ja. Ja, jetzt gehen wir rein in die Pokémon Arena. Wie wenn? Genau. Bist du nur neidisch? Video aufnehmen. So. Da ist eine Aufnahmeenergie geladen, natürlich. Ich achte mal nur auf das obere. Wenn es rot ist übrigens, also rot umrandet, dann geht's wieder weg. Der macht einfach irgendeinen Scheiß, weil ihm das Spiel einfach nicht mehr interessiert. Gebe Abonnenten auf der Playcon. Ja, ganz knapp. So, speichern. Ich habe das Geld. Das ist halt gelogen. So gelogen. So, wir brauchen hier 1000 Münzen, damit wir da reinkommen. Und wir haben gerade mal 252. Der hat die auch nicht. Der hat kein Geld. Und das nur noch. Weil wir wollen ja später auch noch Sachen kaufen. Wie zum Beispiel Lebensmittel, damit wir eben Energie haben für Videos. Mhm. Warum isst du? Warum trinkst du? Um Videos zu machen.
Ja. Was dagegen? Genau, er zeigt mir hier wieder die Videos an, das brauchen wir aber gerade nicht. Aber nicht. Wir wollen uns mal was Energiegeladenes zerfratzen. Was denn? Butter? Jetzt verhungern wir Fett. Hier noch. Fett und Butter? Hier ist es auch praktisch, dass man, also man braucht hier mehr Energie, man muss hier mehr futtern. Ich war da. Kein Geld für Tickende. Wie im wahren Leben, keine Barne. Aber man, Butter mit Zucker. Am Stiel. Und wo geht man natürlich essen? Richtig, beim Vietnamesen. Man muss hier mehr futtern, aber man kriegt. Aber man braucht bloß futtern oder. Man braucht bloß futtern oder. Also, wie viel könnten 50 Geld sein in Euro? 50 Cent? Wir rechnen diese 100 Geld einfach mal in Cent um. Er hat 1 Euro und 2 Cent. Das ist sein Guthaben fürs Leben. Ding machen. Ding. Ich habe den Namen vergessen. Bloß futtern oder schlafen. Früher musste man schlafen und futtern. Ja, er hat aber Augenringe, ja. Das gibt den Bonus. Ich soll noch ein Video verarbeiten. Ich hoffe, das reicht zur Verarbeitung. Kipp fast um, frisst irgendeinen Reiskuchen. Dann, ich hoffe, das reicht, damit ich ein Video machen kann. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. So. Das ist ein Reiskuchen, keine Ahnung, wie viel die kosten. Ich esse die Scheiße nicht. Das wird ja eigentlich gut hinhauen. Wow. So, damit haben wir auch ein Video mit den Trends hochgeladen. Sehr schön. Ja, man möchte es natürlich auch von irgendeinem No-Name angucken. So, bist du zufrieden, meine kleine Drohne? Er träumt sich jetzt Barne. Fressen, rennen, hochladen. Wer zahlt eigentlich die Stromrechnung? Na, wer wohl? Uwe. Zu Hause. Toller Titel. Ist scheißegal, was man da eingibt. So, Sonnen haben wir jetzt. Man könnte in diesem Bild im Titel, also hier ist eigentlich der Titel, da können wir auch einfach gegen irgendwen hetzen. Trotzdem so viele gefällt mir. Könnten wir einfach machen. Dirty of War könnten wir auch noch aufnehmen. Ja, dann spielen wir eine Runde. Du geile Drohne, du geile. Mm. So. Ja, so esse ich natürlich auch immer Kuchen. So esse ich auch immer. Damit sollten wir genug Energie haben. Zum Wiederaufnehmen. Genug Energie zum. Wie. Mollewurfer. Weißt du, andere Leute, die machen da irgendwas Kreatives in der Aufnahme. Also ich meine jetzt, ja, die tun einfach so, als ob die einfach dieses dämliche Video kommentieren, während die eben ihr eigenes Let's Play kommentieren, also Let's Play im Let's Play. Das macht er nicht. Der macht nur... So, das sind die Zettels. Das reicht schon der Probe dann nicht. Der Char arbeitet einfach mehr als Wingeln, echt. Kann man sich nicht ausdenken. War absehbar. Holen wir uns nochmal was zu fratzen. Der kann da sogar schlafen. Macht er nicht. Schon, das ist sehr viel Energie, die wir da. Guck mal, dir geht die Energie aus. Schlafe, ess oder trink etwas, wenn du dich holen willst. Schlafe, schlafe. Guck mal, du kannst hier schlafen. Stecken uns sehr viel Kohle und alles. Schlafen ist kostenlos. Immer wieder mal mit den Nachbarn reden. Hat er gesagt? Ich mag es nicht, wenn sich Leute ungefragt in meiner Nähe aufhalten. Dieses ganz Besonderes. Das ist wahrscheinlich Nummer Uno in YouTube City. Ich wollte gerade eben YouTube sagen, aber es ist ja YouTube, nicht YouTube. Hallo, hier Cityfakt, Ihre Bestellung bitte.
leckere, scharfe Nudeln. So, das war's mit unserer Kohle. Nicht mal im Spiel kann er mit Geld umgehen. So, Sonnen. Machen wir mal kurz, ob wir uns noch sonnen können. Dann machen wir noch ein Foto. Dafür gehen wir mal eben an den Strand. Wenn wir zurück sind, machen wir noch das Video. Spielt er als ApoRed? Nee, als er selbst. Dann ist die Folge auch wieder zu Ende, würde ich sagen. Oh mein Gott. Was hat Baba Mama gesagt? Irgendwas mit Liebling. Aber die alle mögen ihn einfach nicht. Das siehst du hier an diesem leeren Herzen. Weil er einfach immer aus den Konversationen abhaut, sich mit denen einfach nicht wirklich unterhält. Und die auch noch einfach unbewusst beleidigt, weil er einfach nur alles durchklickt. Baba May. Hallo Liebling, ich bin Baba May, die Oma von Joy. Du kennst sie bestimmt. Sie ist sie sehr beliebt. Mhm. So, hier muss es irgendwo runtergehen. Also wie in echt, wie in echt. Ich liebe diese scheiß Grafik. Das sieht überhaupt nicht scheiße aus. Ich weiß noch nicht, wo das Hashtag Sonnen ist. Das hier ist Strand. Strand. Ich auf Madeira, voll geil. Entspannt am Strand, das sieht nicht entspannt aus. Sondern es ist schon mal nicht so viel, ist fest sicher. Was soll das für ein Strand sein? Du hast da links einfach so eine verfickte Mauer. Und man müsste halt jetzt halt auch wissen, wo man das. Toller Strand. Ne? Ist wahrscheinlich einfach nur so ein aufgeschütteter Touristenstrand. Und alles andere um den Strand rum, das ist einfach nur eine Müllhalde. Tolles Bild. Das ist immer noch der Hafen. Mein Bein juckt. Warte mal kurz. Ja. Oh yeah! Captain Vane. Cool. Niemand mag ihn. Überall leere Herzen. Boah, der fette Beat. June. Hey, du siehst toll aus. Oh mein Gott. Willkommen in YouTube City. Hä? Ich will das lesen. Willkommen in YouTube City. Ich bin June, Besitzer von Slater Surf. Cool. Standkörper fehlt. Am Strand muss man Busen zeigen. Ja, da gleich die Hose drunter. Guck mal, da ist sogar ein Taxi. Elite Fitness Club Concierge. Ist das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Guten Morgen, kann ich dir irgendwie helfen tun? Ich will den Club, ich bin gerade vorbeigelaufen. Du brauchst den Elite Fitness Club Ausweis, um in den Club zu kommen. Ja, du bist nicht besonders genug. Den erhalten leider nur YouTuber, die mindestens der Silberliga angehören. Oh ja. Ofenkäse gehört zum Beispiel der Silberliga an, weil der einen Playbutton hat. Drachenlord aber nicht. Er hat ja keinen YouTube-Kanal. Ha! Ja, das war's wohl. Das wohl nicht. Und das hier sieht verdächtig nach einem Rennen aus später. Der könnte einfach mal schlafen gehen in dem Spiel, dann tankt auch seine Energie auf. Macht er aber nicht. Stattdessen sagt er, man kann im Spiel nicht mehr schlafen. Das Trendvideo und dann gehen wir pennen. Ein Silberbutton. Und dann ist auch die Folge heute zu Ende. Den hat der Wingel auch mal. Also im Real Life. Ja, 400.000 auf TikTok, Alter. Cool. Und wen juckt das? Auf TikTok bekommst mit 100.000 Followern aber kein Playbutton. Ne? Du gehörst da nicht der Silberliga an. Hm? Der Edgar. Der hat nicht ein Wort gelesen. Am Anfang, im ersten Part, hat er noch viel gelesen. Hier die ersten Minuten von dem Part auch noch. Oh mein Gott, ist gleich vorbei. Gott sei Dank. Und der hat einfach die Lust verloren. Nee, das war das Schwein von Paluten, glaube ich, ne? Weil der einfach gemerkt hat, dass das Spiel einfach aus viel Dialog besteht. Da muss man lesen. Ihm fällt Lesen anstrengend. Was macht also? Nicht mehr lesen. Edgar, sagt mir irgendwas. Edgar Allan Poe oder was?
rechts vom Char steht ein Bett. Ich weiß nicht, was er mit dem Bett macht. Rammeln? So. 15 Energy. Bearbeitung. Schneiden, rendern, hochladen. Ja, guck mal, wie lustlos das ist. Keine Gedanken macht er sich. Der klickt nur irgendwas an, um das durchzurommeln. Werden wir ernst und sprechen über Abenteuer. Ich muss gleich mein Mikrofon am Richten. Werden wir ernst und sprechen über Rainer Winkler. So, jetzt muss ich mein Mikrofon am Richten. Warte mal. Dämliche Tüte. Mit diesen Volcano-Chips. Drecksdingern. Ja, 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 komm, komm, komm. Du Mongole, komm jetzt. Ja. Gut. Ich bin Profi. So, besser. Wo kommt das mit den Kackduschen eigentlich? Kann mir das mal irgendwer sagen? Du kennst das nicht? Das Kackduschen, das hat er selber mal gesagt. Also das mit Kackduschen nicht direkt. Aber der hatte selbst mal öfters gesagt, damit prahlt er auch noch, dass er nach dem Kacken seinen Arsch abwäscht und das dreimal am Tag, weil das voll hygienisch ist. Und damit prahlte er. Kack duschen. Morgens und abends. Ich gehe Kack duschen. Das sieht hervorragend aus. Das sieht hervorragend aus. 10 Likes, 5 Dislikes. Tolles Video. Weitere 4 Fähigkeitspunkte. Gesamtbewertung 1. Das sieht hervorragend aus. So. Ah, jetzt geht er schlafen. Geht gar nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich drücke Escape, während wir pennen. So. An der Stelle würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, stoppen wir uns. Der Kohle kommt wieder rein. Ah, immerhin. So, dann würde ich sagen, an der Stelle, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Warum bekommt er eigentlich für diese Videos direkt Münzen? Das macht auch keinen Sinn. Du hast gerade einen YouTube-Kanal gestartet und verdienst direkt damit Geld. Also 10 Geld, 11 Geld. Hin, euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Okay, wir sind fertig mit dem Scheiß. Gut, dann war es das an der Front auch schon mal. Metal, hallo, sie Pümchen, die Quest, es geht. Endlich, es ist vorbei. Ansonsten gibt es nichts Neues bei der Front, Rainer Winkler, AK Drachenlord. Ist so. Was wird denn hier geschrieben tun? Ich war kurz davor, da rein zu joinen, aber ich bin im Stream. Da mach ich das nicht. E-Rip-Mimon-Video, perfekt. Und weil, oh mein Gott, Bongel, gib Gas. Ja, hallo, du bist so neidisch, warte mal. Drachenlord spielt. Mal gucken, was wir da noch alles finden. Irgendwas Lustiges, irgendwas Schönes. Drachenlord im Zug gesichtet vor 3 Monaten. Ausrufezeichen 11. Ey, guck mal, Klonter, was geht? Schön, dass du da bist. Hallo, Klonter. Hey, Klonter. Hallo, was geht? Ob der mich sieht? Ob der mich sehen wird? Warte mal. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da war ich schon mal auf der Seite von NewTube, der neuen Röhre. Na? Ah, da guck mal. Seht ihr das? Der winkt mir zu. Hallo, Klonter. Okay, reicht jetzt. Drachenlord Let's Play Mario Sunshine. Also, da gibt es halt echt nur so ein paar Dinger, die lustig sind. Der Rest ist irgendwie langweilig. Der legendäre Satz. Halte dich, Alter, mal da fest, du Affennägel. Liken aus Prinzip. Obwohl es im Endeffekt aufs Gleiche rauskommt, weil der Stern ist ja eigentlich auch eine Sonne. Ne? Ach, da redet der über Astronomie. Interessant. Warum wurde sich das so oft angeguckt? Hallo. Ich glaube, da spulten die Leute einfach nur vor. Für alle, die das Spiel nicht kennen, der Winkel, von welcher Position aus man die Palmas anspricht, bestimmt die Richtung, in der sie Mario werfen. Nicht, dass nur einer denkt, das sei wirklich random. Links? Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Boah, der wirft dann völlig random. Ich dachte, der wirft dann jetzt nach links.
Okay. Ja. Wenn er völlig random wirft, das ist ja voll mies, hey. Baum! Dam, 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 dam. Servus, kleiner, du spackende Kopf. Beleidige mich nicht. Voll random. Weißer Riese. Oh, ey, das ist ja wohl voll mies, oder? Dass die an voll random werfen. Dort. Ganz ehrlich, das ist ja wohl voll obermies. Der Zoom-Typ muss mal Klonter nehmen. Echt so, Unterhosentanz. Weil wir fliegt doch sowieso auf jeden Discord-Server rum. Keine Chance, ich kann ja noch mal zu mir herdrücken, dass ich jetzt so weit fliege. Keine Chance. Das ist sehr drückend, ne? Was soll machst du da? Spring jetzt in beschissenen Rohrenhai. Was? Dirks harder. Cool. Dirks ist harder als meiner. Was zur Hölle machst du da? Spring jetzt in das. Diablo 3, dafür werde ich noch ein kurzes Ankündigungsvideo machen. Es gibt ein Problem. Ankündigung. Damit. Ich kann Diablo 3. Mensch! Mario! Spring da! Was zur Hölle machst du da? Spring jetzt in das beschissene Rohrnei! Es gibt zu Diablo 3 ein Problem. Aus irgendeinem Grund schmiert ständig mein Rechner. Und da hinterher. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da müssen wir jetzt den Endboss noch besiegen und dann haben wir gewonnen. Ach so. Dann müssen wir vorher noch da durch. Das hab ich da ist ein Leben! Gemacht. Leben! Ganz schön mutig. So. Hast du dem Spiel unendlich Wasser oder? Ich hab das Spiel nie gespielt. Macht er eigentlich Obsidian mit dem Wasser? Ich glaube, diese Stacheln sind Instant Kills, also solltet ihr da aufpassen. Und ich sag nur Doomtendo, oh ja. Ich wünsche, Klonte würde auch mal so gute Spiele spielen, ne? Ich kann ja gleich wieder Command & Conquer Let's Playen. Ist kein Problem. Ich hätte nämlich auch Bock drauf. Waha! Weil bei Wingel ist ja aktuell nicht so viel los. Wir konnten uns natürlich noch den alten TikTok-Stream angucken, den er vor ein paar Tagen gemacht hat. Tot! Ja. Instant. Habt ihr Lust auf seinen letzten TikTok-Stream? Da müsst ihr aufpassen auf die Stacheln. Das war jetzt aber auch ungeschickt von mir ausgewählt. Ja. Was mich so scheiß tierisch aufregt bei Mario, ist, dass es immer wieder 100-mal alles kommt. Tot. Vor allem, ich hab doch mich überhaupt nicht festgehalten. Alle wie der Chileck mir doch am Arsch. Ne, muss man nachfüllen. No. So ein kleines geficktes Scheiß. Nein, kein TikTok. Ich hab die Schnauze voll von dem. Guck mal, gucken wir denn deine Sache jedes tatsächlich sogar. Ich, wenn das jetzt blöd ist, werde ich nie wieder einen Schaden aufnehmen. Ohne Scheiß. Also, bis auf Donkey Kong vielleicht. Ich will ein CNC3 Remake. Ich will einen neuen vernünftigen Teil davon. Was? Aber streng genommen. Ja, streng genommen ist die Lore abgeschlossen, aber CNC4 existiert eigentlich gar nicht. Hä? Und selbst da habe ich schon Frustmomente gehabt, das muss man echt wiederholen. Mensch, ey, jetzt ruckt er sich da an die blöde Dinger neu, was will denn der da Kanten? Das ihr könnt auch ein paar Runden Tarkov spielen oder sowas. Ist auch noch drin. Ah, okay. Ich okay, hatte okay, jetzt schon befürchtet, wir müssen extra nochmal ein Level oder so machen. Du spielst GTA Definitive Edition? Oh mein Gott, warum? Spielt das Original. Mensch, jetzt nein, du Trottel, ey. Eigentlich tut er mir leid. Manchmal frage ich mich echt, was danke, dass du leid, Mitleid mit mir hast und so. Der versaut sich halt alles einfach selbst. Das tut mir überhaupt nicht leid. Es wäre so einfach und jeder sagt ihm das, aber er macht es einfach nicht. Selber schuld also. Er robbt sich durch Maru, wie er durch Lebende lügt. Wie viel Chance er damals noch hatte. Bitte Tarkov, 10C ist so 2000 aller. Ja, aber Tarkov ist ja auch zum Einschlafen so langweilig für manche. Mein Arsch! So schnell geht es wieder an, wollt ihr mich verarschen? Wir hatten da bitte Zeit zu ziehen. Übrigens,
Einige haben das von euch vielleicht mitbekommen. EA hat ja viele alte Klassiker, wie zum Beispiel halt die ganze Command & Conquer-Serie, Dungeon Keeper, SimCity 3000 tatsächlich auch. Und Command & Conquer Generals haben die auf Steam veröffentlicht. Ich habe mir direkt mal alle Spiele gekauft, alles. Das hat mich nicht mal viel Geld gekostet, mein Gott. Im Gegensatz zu manch anderen dicken Mettlern, die hier links vom Bild zu sehen sind, verdiene ich tatsächlich Geld und kann mit dem Geld was anfangen. Tja. Na, zack, ihr so, einfach mal eine Runde frag. Killing Floor, dein erster Uhrensohn. Cock and Cock ist aber mies langweilig. Habe ich irgendwelche anderen Schuhe oder sowas? So, Armut Core könnte ich eigentlich dummer zocken. Hä? Warum ist da jetzt plötzlich das Wasser ausgegangen? Ich habe Beholder installiert. Das war doch noch nie und nimmer alles. Okay. Die Zeit hat doch noch lange nicht aus. Ich habe die Zeit eigentlich recht gut im Gefühl immer. The Binding of Isaac könnte ich eigentlich auch spielen. Hm. Enshrouded, Factorio, A Dump in the Dark. Was soll man das war? Frostpunk. Hm. Boah, das war knapp. Elden Ring. Die gesamte Collection ist krass reduziert. Nur das Remake ist nicht dabei. Das Remake habe ich so schon. Das Remake hatte ich direkt im Release gekauft. Habe ich tatsächlich auch gespielt. Die Parts, die sind aber nicht mehr da. Werde ich dann komplett neu aufnehmen. Das Remake kann ich sehr empfehlen, wirklich. Supergeiles Spiel, auch wenn es sehr langsam ist. Bomb Rush, Cyberpunk. Drache Isolation. Ich habe die Exit tatsächlich nicht mehr. Seit einer Stunde hast du 55 Zuschauer. Deine Zuschauerzahlen sinken immer, wenn du zu spielen anfängst. Das ist richtig. Sowas ist echt scheiße. Baldur's Gate 3. Ich hab die Reihe noch nie gespielt, aber gleich doch für Diablo. Cyberpunk 2077, ich habe das Spiel überhaupt. Ich glaube, das läuft bei mir in der Aufnahme auch nicht. Habe ich nicht installiert. Ich hätte den Speicher bei aktuell auch nicht. Ich muss immer noch meine SSD hier anschließen. Die habe ich immer noch hier vor mir liegen. Eigentlich? Hä? Was zur Hölle war das? Hä? Ich hab doch nach rechts. Nach rechts habe ich gedrückt! Ah, Resi Village! Ja! Halt immer von vorne anfangen. Das leckt aber, glaube ich, auch, ne? Warte mal, apropos. Scheiß mal auf die Kacke. Drachenvlord vor allem. Schauen wir uns mal so einen alten Vlog an. Ja, so einen wirklich alten. Ich will meine Videos nicht angucken, die sind scheiße. Wo sind die ganz alten Vlogs? Ich dachte gerade, jetzt kriegt der Thunfisch. Dominanz zeigen. Mhm. Hä? Ja. Wir machen jetzt erstmal. Ja, direkt am Anfang des Streams. Real Talk, kurz erstmal quatschen. Burnout Paradise. Was es so groß zu reden gibt. Und wir warten natürlich erstmal drauf, dass ein paar Leute in den Stream. Darf ich das überhaupt auf Twitch spielen? Zu, weil ist es nicht auf der Blacklist? Ach ja. In Real Life Stream auf Twitch. Ja. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist für mich. Oh, jetzt Reaction Scheiße. Wenn ich nur einen Tab aufmache, aber man sieht das nicht. Das ist ein dummes Rex-Bild. Okay, Hurensohn. Ich hab. Warte mal, was sind das hier für Ordner oder Lesezeichen? Spiele, okay, ist richtig geschrieben. Konver mit einem W. Sation, TZ. Online Shoppen mit einem P. Eigentlich hier denn. Der Rest, die sind Verlinkungen. Eine Basis im Meer, The Forest, Ark, Staffel 1, Episode 34. Link, Drachenlord, alle Lügen und Widersprüche. Der Zahnsofa, Legende. Beweisen, Lügen und... Nee, beweisen. Nee. Das ist eigentlich das Video, was ich eigentlich machen wollte. Das ist aber dummerweise gelöscht. Vom User selber. Also natürlich in dem schlauen Versuch, eventuell meine
meinen Reaction-Stream zu verhindern, zu unterbinden oder vielleicht auch seine eigene. Ja, Adolf Gandhi! Wie auch immer. Ich persönlich sehe das allerdings als. Wie viele hier gebannt werden. Ich allerdings sehe das als Kapitulation. Natürlich bin ich nicht ganz bescheuert und habe mir was anderes überlegt. Und zwar sind wir hier. Ach, die Reacted auf Hater-Videos. Rein am Fitness waren 318 Haters-Cut. Cool. Ich muss mal kurz meine Kamera. Hilfe. Ich werde mal kurz meine Kamera hier unten hin posten. Posten? So. Das kann lustig werden. Kannst du das Video lauter machen? Na klaro. Mache ich das hin? Das machen wir mal hier hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einfach. Jetzt wird's spannend. Du hast doch striken lassen, du Lügenlord. Mal eingegeben, Lachenlord. Alle Lügen. Widersprüche und Beweise, um es nochmal zu suchen. Weil wir wissen ja alle, die Hater laden irgendwelche neuen Videos oder alten Videos oder irgendwelche React. Das Gaming ist mal raus, wieder kommt immer wieder dazu. Danke und Liebe. Bitte, Brigitte. Nicht ganz bescheuert. So. Und was weiß ich alles von mir hoch. Weißt du, das ist mal was Besonderes. Also der Stream, das ist wenigstens mal Fanmanagement und außerdem geht er da mal auf seine Hater und Zuschauer mal wirklich ein. Versucht mit dem mal wirklich richtig zu interagieren, anstatt rumzuheulen. Und diese dämliche Schallplatte abzuspielen. Und dummerweise sind die aber trotzdem nicht da. Also ich zumindest finde genau das Video, was ich eigentlich suche, nicht. Bescheiderweise habe ich es auch nicht gespeichert. Drachenlord, wow, schlecht im Lügen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil wir machen einfach ein anderes Video, wo wir Reaction drauf machen. Und ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Damals hat er wenigstens noch Content gemacht und heute? Reagiert auf Lügen und Widersprüche. Tja. Das ist auch eigentlich ein Ausschnitt aus dem Video, das wir eigentlich hatten. Da steht irgendwas mit Wissen. Schöner Abend. Drachenlord Arbeit. Videos und Inter irgendwas, kann ich nicht lesen. Moment, das war nicht geplant. Da habe ich mich verklickt. So, auf jeden Fall war das ein Stream, den habe ich, weiß gar nicht, wann habe ich den gemacht, steht jetzt dummerweise. Bitte postet, wenn ihr schon sowas macht, immer das Datum dazu, das wäre sehr schön. Schon mal das Erste. Gut, bin ich im Bild? Ne? Will er mich verarschen? Also, ich meine, meine Kamera soll nicht im Bild sein. Wär hä? Will er mich verarschen? Guck mal, das Video ist erstmal 6 Tage alt. Außerdem ist das nicht mal wichtig. Schon mal das Erste. Gut, bin ich im Bild? Nö. Also, ich meine, meine Kamera soll nicht im Bild sein. Was ich bis heute noch nicht verstanden habe, warum hat er in jedem Zimmer ein Waschbecken? Kann mir das mal jemand erklären? Die Chance ist längst weg, also in jedem Zimmer hat er kein Waschbecken mehr, schon seit ein paar Jahren. Der hatte, glaube ich, aber nur in diesem Zimmer ein Waschbecken gehabt, soweit ich mich sehen kann. Und warum? Musst du den Abbauer der Schanze fragen, nicht mich. Ist das React blind? Die Waschbecken dienen zur Zeitreisezwecken, halt's Maul. Das andere wäre jetzt nicht blind gewesen, darauf wollte ich schon über Videos reagieren. Wurde jetzt letzten Endes gelöscht, kann ich also selber nicht mehr darauf eingehen. Würde auch nicht auf YouTube kommen, also wäre jetzt sowieso nicht auf YouTube gekommen, da ich jetzt den Stream hier mache und ich das mal ausprobieren möchte. Ist von Unge geklaut, zugegeben, mehr oder weniger. Also ich habe die Idee mit den Reaction-Streams ja schon vorher gehabt, also nicht vor Unge, sondern bevor ich das jetzt gemacht habe auf Twitch. Ich wollte es eigentlich auf YouNow machen. Ja, er war der Erfinder von Reactions, mhm. Kennt man. Hab es dann letzten Endes bleiben gelassen und wollte eigentlich ein Video machen und hab auch das jetzt dann letzten Endes verworfen und wollte dann doch ein anderes Video reacten, weil das, was ich eigentlich, ich glaube, das hier war das, was ich in der Beschreibung, glaube ich, hatte, wo ich darauf reagieren sollte, in meinem Tweet. Könnt ihr eigentlich mal kurz nachgucken, wie auch immer. Jedenfalls, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Genau. Weil die Oma da war. Sinn. Schauen wir mal kurz nach, was wir hier. Die Oma braucht in jedem Zimmer ein Waschbecken. Finden würden. Ah ja, das hier könnte man eigentlich mal kurz gucken. Was ist das? Ist Drachenlord Narzisst? Also, ich habe eine Tasse, Alter. Moment. Wir machen natürlich Vollbild. Wegen Arschwaschen. Meinst du nicht eher da reinkacken und dann so mit dem C durchdrücken? Soll ich meine Kamera kleiner machen? Also soll ich mein Kamerafenster mal ein bisschen kleiner machen? Mir auch kein großes Problem, ehrlich gesagt. Also was haben wir hier stehen? Hat das... Aua. Hab gerade auf meine Wange gebissen. Hat das Gefühl, viele stimmen einfach zu. Erwartet ständig Vorzugsbehandlung.
Ja, beutet Menschen aus, beziehungsweise übervorteilt sie. Ich kenne das Wort überfoltert nicht. Ich kenne es nicht, aber beutet Menschen aus, beziehen wir uns mal darauf. Naja, ausbeuten ist das falsche Wort, ausnutzen ist das richtigere Wort. Hat kein Einfühlungsvermögen und ist unfähig, Bedürfnisse und Leid anderer Menschen wahrzunehmen. Ja, ist oft neidisch auf andere oder glaubt, dass andere ihn beneiden. Ja, er ist zum Beispiel neidisch auf Ofenkäse. Ist arrogant und behandelt Leute von oben herab. Ja, das sehen wir immer wieder. Empfindet seine Probleme als einzigartig oder wichtiger als sie, nicht in andere Leute. Ja, ist ebenso wichtig. Hat eine übertriebene Vorstellung davon, was ihm zusteht und rechtfertigt damit die Bedeutung von Regeln, die Beugung. Und rechtfertigt damit die Beugung von Regeln und die Übertretung von Gesetzen. Ja, und ich kann auch nicht mehr lesen. Danke, Drachenlord. Was steht da? Ist überaus. Ich kann das Wort nicht lesen. Ist überaus inkontinent. Ich kann es nicht lesen. Und verprellt andere, weil es ihm immer nur um ihn selbst geht. 30 Minuten kurz. Übervorteilt ausnutzen. Achso, okay. Geguckt. Ach stimmt, das ist ja kurz. Ja, warum ist dort TS im Bild? Ich glaube, das ist eher so ein TS-Leak. Wir können ja auch ein bisschen durchskippen, ne? Wir müssen jetzt nicht das ganze Video anschauen. Ich kann nichts dafür, dass die Videos so lang sind. Wir können mal ein bisschen durchskippen. Ist die Kamera zu groß oder zu klein? Mach das Video an. Gut so, Buddy. Ist überaus inkontinent. Ja, ich lese es irgendwie raus. Ich gucke. Nee, ich lesen glaube, ist hier also auch ein Hater geworden. Größer. Also, ich kann die Scheiße unten echt nicht lesen, weil die Qualität so schlecht ist. Größer mache ich sie nicht, weil sonst sieht man vom Video nichts. Ich schneide ja jetzt ja hier schon so ein ganzes Stück weg. Passt so, okay. Ekorientiert. Ich weiß immer nicht, was es heißt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wartet mal, wie heißt denn der Kanal? Back the Gleckers, der alte Gleckers. So, hat er ja gerade gesagt auch. 2100 Abonnenten. Schauen wir mal kurz. Zwei Herzchen. Wo war das Intro? Oh. Apropos Einführungs... Was? Vermögen. Sichtweite. Nee. Sichtwarte. Stichwort, du siehst eng aus. Läuft. Egal. Das könnt ihr eigentlich mal öfters machen. Einfach mal bei den Hater-Videos einfach mal irgendwelche Kommentare lesen und darauf eingehen. Das wäre mal Content jetzt. Ohne Scheiß. Das wäre mal was. Das wäre mal ein Format, aber das macht er nicht. Komm einfach mal rein. Bevor wir jetzt hier irgendwie uns kurz die Kommentare anschauen und hinterher noch gespoilert werden. Gucken wir mal, was dabei ist. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein bisschen durchskippen, weil es wirklich ultra lang ist. Der Stream, wie gesagt, soll ja maximal eine Stunde oder was gehen. Ich orientiert. So macht es Sinn, aber das war ja zusammengeschrieben. Stunden maximal, also maximal ist wirklich 2 Stunden, Minimum ist eigentlich 1 Stunde. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das macht Sinn. Ich orientiert. Ja, ja, ja. Doch, das macht Sinn, das steht da. Ich orientiert. Aber das hier, das sieht halt aus wie ein N. Aber das ist ein RI. Maus aus dem Bild, bitte. Das macht Sinn, doch, danke. So. Warte mal, ich mach mal mein Idol nach. Dann verstehe ich. Dann würde ich sagen, ich kenne das Video nicht, tatsächlich. Ist blind. Wenn die das wirklich so machen, dann würde ich tatsächlich selber immer kurz dazu sagen, wo ich wirklich... Natürlich müsste das Problem... Haben die den gemacht? Weil dann würde ich tatsächlich... Wie viel Zucker ist denn da drin? Ne? Mein Mund klebt einfach. Der Text? Ja, hier. Tatsächlich, hier. Soll ich den erst machen, bevor ich das Video gesehen habe? Ja, bitte. Von mir aus. Lol. Wie viel Koffein ist da jetzt drin? Ich will das wissen. Das steht hier halt nicht drauf. Biermischgetränk mit 71% Bier und 29% koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk mit Heidelbeergeschmack mit Zucker und Süßungsmitteln. Wie viel Gramm Zucker sind hier drin? Wie viel Koffein ist hier drin? Das steht nicht da. Kork. Wie auch immer. Ja, komm. Nice. Nicht aus Krumm entfernen. Warte. Man hört dich nicht. Wurde gebannt. Weißt du was? Wir wollen jetzt da groß hin und her schmieren.
Koffein macht eng. Inkognito-Fenster auf. Inkognito-Fenster. So. Da ist nämlich auch der Ding nicht an. Ding. Möchtest du... Was? Ich will diesen Link hier öffnen. Ich bin nicht auf... Was? Ist es nicht ein kaputter Link? Hallo? Ach komm ey, was soll das jetzt? Oh Mann, wann macht das Video an? Meine Güte. Also, da habe ich nämlich im Cognito-Fenster habe ich natürlich den Adblocker nicht an. Also, soll ich den Test erstmal machen? Schreibt bitte eine 1 für ja, eine 2 für nein. Soll ich den Test erst machen, bevor ich das Video anschaue, oder soll ich den Test... Naja, wenn ich nach dem Video mache, ist halt die Sache... Plörre, so schmeckt es auch. Blöd, dann schau mal in die Energietabelle. Die gibt's da halt nicht. Ist zu blöd, ne, die Technik. Also, 1 und 1, 2, die 3 bringt euch doch nichts, Leute. Warum sehe ich hier Türkei, Frankreich, ist es Italien? Warum? Mensch, das hier brauche ich. Das Video hat keinen Ton. Wieso hat das Video keinen Ton? Ach doch, hier. Einfach mal von oben nach unten ab, der gute. Jetzt sollte es, jetzt sollte eigentlich Ton da sein. Das war wahrscheinlich nur zu leise. Gut, Leute, dann machen wir erst den Test. Passt auf. Ja, genau. Ach so, jetzt seht ihr wieder den Browser. Jetzt seht ihr wieder den Browser nicht. Wartet mal. So viel zum Thema blöde Technik. Da braucht sage und schreibe genau bis jetzt 8 Minuten, um dieses verfickte Video anzuschmeißen. Dann würde ich tatsächlich diesen Test einfach mal stumpf machen. Alter, was ist denn das für ein komischer Test? Melkon, hallo, geht's wieder, was geht? Gibt's doch eine Frage und 3-4 Antworten. Merkwürdiger Test. Das ist ein Ankreuztest. Egal. Machen wir erstmal den Test. Und Videos sind asynchron. Das ist romanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg. Ach so. Okay. Das Bild und das Video sind asynchron. Interessant. Das Video und das Bild kann nicht asynchron sein, weil das logisch ist, dass das Bild anders läuft wie ich. Da gab es außerdem eh kein Ding. Also so ein Quatsch. Wieder mal Blödsinn. Schwanger bin ich, ich werde ein Elefant, der Rüssel schaut schon raus. So, Alter, wie lang ist denn dieser Test? Okay, wir überfliegen es mal schnell. Sie haben den Verdacht, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeit besitzt. Guck mal, das macht er auf sich selbst. Mhm. Toller narzisstischer Test. Ach, narzisstisch. Ich habe jetzt auf Nazis bezogen gehabt. Dann beziehen Sie Joey Neveros Checkliste zu Rate. Okay, passt mal auf. Passt mal auf. Ich sitze immer so weit weg von meinem Bildschirm. Wartet mal. So. Demonstriert ein Selbstwertgefühl, das sich... Demonstriert ein Selbstwertgefühl, das sich mit seiner Position, seiner Erfahrung oder seiner Verdienst nicht rechtfertigen lässt. Finde ich eigentlich nicht, weil ich finde, das lässt sich eigentlich durchaus rechtfertigen, wie ich mich verhalte, durch meine Videos. Also nein. Also auch durch meine ganzen Geschichten mit den Hatern. Mm. Moment, hegt großartige Vorstellungen davon, wer er ist und was er erreichen kann. Ja. Hegt große Vorstellungen davon, wer er ist und was er erreichen kann. Auf jeden Fall. Ja. Schwierig eigentlich. Also ich habe schon gewisse Vorstellungen, was ich erreichen will. Ob ich das erreichen kann oder nicht, habe ich eigentlich keine Vorstellung davon, weil ich das eigentlich, auf mich zukommen lasse, ob ich es erreiche. Ich meine, ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich so groß auf YouTube werde, wie ich es jetzt bin und habe es einfach auf mich zukommen lassen, habe einfach mein Zeug gemacht. Also kann man das eigentlich auch nicht sagen. Mann. Er redet oft über seine Bedürfnisse zu führen. Die Leitung zu übernehmen, Macht auszuüben oder seine
seinem Wunsch nach schnellen Erfolg. 1000%. Siehe die Kommune der Feigheit. Schneller Erfolg. Nach 5 Jahren. Der war gut. Glaubt, dass er sich nur mit anderen besonderen, erfolgreichen oder hochrangigen Menschen umgeben sollte. Ja, auf jeden Fall. Sie zum Beispiel hat das gesamte Gespamme damals auf, ich glaube, das war Facebook oder Twitter oder sonst irgendwie sowas. Der will immer mit Montana Black oder mit Gronkh oder halt anderen, die halt einen großen Namen haben, immer irgendeine Kooperation angehen. Glaubt, dass er sich nur... ja! Also in meinem Umgebungsfeld sind tatsächlich nicht so viele. Beruflich gesehen sollte ich mich mit hochrangigen Leuten umgeben, weil halt die kleinrangigen Leute, also in Bezug auf YouTube, das kann man hier nicht anwenden eigentlich, weil es geht ja nicht um YouTube, sondern allgemein ums Ding. Ja komm, machen wir mal einen Haken rein. Benötigt über... Was? Übertriebene Bewunderung durch andere? Nicht wirklich. Hat das Gefühl, vieles steht ihm einfach zu. Erwartet ständig... Also ich beantworte das jetzt, wie ich mich privat sehe, ne? Nicht wie ich mich öffentlich sehe. Erwartet ständig... Also wenn man das Ganze mal öffentlich machen würde, ja, dann müsste ich wahrscheinlich viele Punkte anmachen, weil ich mich im Internet viel anders gebe, als ich es im privaten Leben tatsächlich bin. Benötigt übertriebene Bewunderung durch andere. Du bist fett. Das sehe ich glaube, du wäre Freund von Monte. Ja, das ist echt so. Vielleicht ein bisschen so, aber im Großen und Ganzen. Ich meine, mein Leben besteht aus mehr als nur die 2-3-4 Stunden Stream am Tag und die 2-3 Stunden Video am Tag. Finde ich also ist nicht richtig. Er hat das Gefühl, viele stehen ihm einfach zu. Warte mal, wollen wir den Test mal selbst bei Rainer machen? Einfach mal ankreuzen und mal rausfinden, ob er Narzisst ist oder nicht. Das sind aber verschwendete 10 Minuten, wir wissen das halt. Was? Viele stehen ihm einfach zu. Erwartet ständig Vorzugsbehandlungen. Tatsächlich bin ich eigentlich eher jemand, der andere andere großzügig behandelt, wenn sie ihm helfen. Ja. Beutet Menschen aus. Siehe zum Beispiel bei seiner tollen Freundin, die ihn seine lustigen Lieder gemacht haben und die er einfach den Arsch getreten hat. Definitiv nicht, weil ich bin wie gesagt jemand, ich gebe anderen Menschen was, wenn sie mir helfen und meistens nicht mal so ungroßzügig. Hat kein Einfühlungsvermögen und ist unfähig, Bedürfnisse und Leid anderer Menschen wahrzunehmen. Das würde ich tatsächlich überhaupt nicht sagen, weil wenn ich das nicht könnte, dann hätte ich andere längst einmal an den Pranger gestellt, die ich hätte gekonnt. Deswegen macht er jetzt ein Häkchen hin? Hä? Ich habe nie gemacht. Ist oft neidisch auf andere oder glaubt, dass andere ihn beneiden. Ich weiß, meine Aussage ist zwar eigentlich, ich weiß, ich gehe gerade nicht auf den Chat ein, Entschuldigung. Ich weiß, es wirkt oft in meinen Videos so, als wäre ich neidisch auf andere. Tatsächlich gibt es hier und da ein paar Sachen, auf die ich neidisch bin, aber das ist eigentlich, weiß nicht, von 100 Sachen vielleicht mal 5 Stück oder so. Oh ja. Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein, ja, auf jeden Fall, aber sowas steht jetzt bis jetzt zumindest hier nicht drinnen. Ist oft neidisch und, nee, auf andere, gelegentlich halt mal. Ach so, warte mal, ich unterbreche den Dicken hier mal ganz kurz. Ich werde die nächsten Tage und Wochen auch mal vermehrt nur auf Twitch streamen und nicht auf YouTube, dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt ja schon mal alle auf meinen Twitch-Kanal gehen. Ich werde da aber hauptsächlich nur zocken. Einfach aus dem Grund, weil ich Bock zu zocken habe. Okay, Klonter. Hier nochmal der Link zu meinem Twitch-Account. Lasst dort mal alle einfach mal ein Follow da, wenn ihr mich dann irgendwann mal Spiel sehen möchtet. Ich werde einfach nur ab und zu mal irgendwas datteln und das war's. Ich sag's dir geradeaus, wenn das nämlich eigentlich nichts mit Wingel zu tun hat oder ich markiere diese ganzen Streams dann auf YouTube auch als Gaming-Stream, dann spiele ich wirklich nur was. Aber ihr wollt auf YouTube halt meistens nur irgendwas mit dem Wingel da sehen, also mit dem Typen da unten. Wünschen da. Heidi Bialko, 1987. Yay, schön, dass du da bist und danke. Mädels, du bist die Krebsi, schön, dass du da bist. Ich mach dich auch mal Mod. Der Punkt ist nämlich, ich möchte auch mal irgendwas spielen und nur spielen. Und das will ich eigentlich nicht auf YouTube hochladen, weil der Kanal sich ja eigentlich hauptsächlich nur um Rainer dreht. Aber ihr könnt natürlich auch mal selbst hier bei mir im YouTube-Chat schreiben oder sowas, wie ihr das seht.
Ich frag einfach mal ganz dumm hier in die Runde rein. Übrigens, danke für die Follows an Paver, an Supreme City Crabs, an You Work For Me und Sprite 1010 oder 1010. Liri Moon, Taurus 11.163. Jo, danke. Hab gerade gewechselt auf Twitch. Hör dich auf beide Plattformen. Yay. Auf alle neige Schmast. Yeah. Ist auf neidisch und nee, auf andere. Gelegentlich halt mal. Life is Stranger. Glaubt, hab das nicht. Ihm beneiden. Metal, hallo Toro. Meine Aussage in meinen Videos oder Streams ist ja oft so, dass sie neidisch sind. Das ist aber halt nur ein Spruch, eigentlich. Also wirklich glauben tue ich das nicht. Ich glaube zwar hier und da wirklich, es gibt ein paar Einzelfälle, die sich, die neidisch sind auf diese Aufmerksamkeit. Ach doch, Gaming-Kanal habe ich. Aber darüber hinaus ist arrogant und behandelt Leute von oben herab. Das mache ich mit meinen Zuschauern, P-Tobi, die sich danke wie Arschlöcher aufführen, mache ich das definitiv. Aber im Real Life mache ich das tatsächlich eigentlich gar nicht, im Gegenteil. So. Glaube ich nicht. Ja, stimmt, aber das war nur eine Ankündigung mit einer Reaktion. Aha. Und reflektierend. Die Sache ist die, was ihr mal reflektieren solltet, ist, dass ihr mich privat gar nicht kennt. Ihr kennt nur das, was ihr in Videos seht oder von irgendwelchen Hater-Kameras seht, die das irgendwo aufgenommen haben. Das wäre mal reflektierend. Jetzt im Handel. So, empfindet seine Probleme als einzigartig und wichtiger. 2%. Als die. Ladekabel. Was? Als warte, Messi, hol ein Ladekabel. Ladekabel! Hi, habt ne. Leute. Schön, dass du da bist und danke für den Follow. Also, wie gesagt, wir hatten schon fast 1000 Leute hier. Hm, lol. Also, wir hatten den. Mehr als heute auf TikTok. Mhm, was ein Absturz und das ist mehrere Jahre her. Kirp, danke für dein Follow. Fall schon oft tatsächlich. Wo streamt ihr überhaupt? Aktuell streamt ihr hier gar nicht. Das ist ein VOD von 2018. Also das Video ist wirklich 6 Jahre alt, glatt. Aktuell streamt er nur auf TikTok, wenn er mal streamt. Ich, Sag's Destiny 2. Andere Leute Probleme hatten und. Hatte ich zuletzt vor ein paar Monaten gespielt, aber ich hab's nicht installiert. Ich brauche Festplattenspeicher und eigentlich sollte ich einfach nur die hier anschließen. Ich muss dafür aber meinen PC aufmachen und ich habe keinen Bock. Ich bin manchmal. Ich habe aber keine Wahl. Wenn ich in meinem Stress bin. Ich bin manchmal, wenn ich in meinem Stress bin und so meine Probleme habe, dann sehe ich tatsächlich viel nur. Pure Ignorance, danke für den Follow und gleiches geht auch für Dosen und Broiler. Schön, dass du da bist und danke für den Follow. Meine Probleme heißt aber lange noch nicht, dass ich andere Probleme nicht sehe. Tatsächlich bin ich eigentlich nicht der andere Hilft, aber wir können das mal anmachen, weil es gibt in vielen Situationen tatsächlich den Fall, dass ich Probleme anderer nicht registriere, wenn ich zum Beispiel mal irgendwo, weiß nicht, wenn ich gerade irgendwie im Stress bin oder am Rum hin und her werkeln bin, keine Ahnung. Wollt ihr gerade rumheulen so sagen? Hat eine übertriebene Vorstellung davon, was ihm zusteht. Übertrieben bestimmt nicht. Und rechtfertigt dann damit die Beugung von Regeln und die Übertretung von Gesetzen. Gesetze habe ich nie übertreten. Und naja, ich sag mal, die Regeln, die ich im TS aufgestellt habe, die sind ja mittlerweile echt lässig und locker. Da kann man echt nichts sagen. Das hätte ich früher tatsächlich angekreuzt sogar. Aber mittlerweile ist es einfach echt nicht mehr der Fall. Oh mein Gott. Mittlerweile sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Ey, aber tausend mal die Polizei anrufen. So, also das wäre wirklich eine Frage gewesen, die ich früher vielleicht sogar angekreuzt hätte. Ist überaus ich-orientiert. Permanent gebannt. Zensurensohn. Zensurensohn. Der Name ist geil. Zensurensohn. Andere, weil es ihm immer nur um ihn selbst geht. Immer würde ich jetzt zwar streichen, aber es geht mir tatsächlich viel um mich, zumindest in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, wobei ich mit meiner Freundin auch viel mache. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt ankreuzen würde. Oder was seine Freunde das denken. Wartet mal kurz. Übertriebene Vorstellung davon, was ihm zusteht. Meine Marke ist 2 Millionen Euro wert. Mhm. Du bist nur neidisch. Sonst höre ich immer die Nachrichten nicht.
So, mein Handy mal auf laut gemacht. Komm, wir mal eine Zockpause von Wingel, aber je Gott, da ist wieder live. Yay, was will ich aber von dem? Der will mich nur anschwulen. Und hallo Spende, Kevin. Nachrichten nett. Wartet mal kurz. Man muss auch mal herzhaft lachen können. Eben. Qualitätscontent und wie. Wollen wir uns andere Richtung angucken? Glaubst du, Ren hat eine Psychose? Denke ich nicht. So, kleinen Moment, muss ich leider kurz mal machen. Wie wär's mit Leon? Ich schau mal kurz, ob Leon irgendwas gemacht hat. Nee, das schaue ich mir nicht an. Da geht dann nur die Runde auf Nürnberg rum. Wieder euer Leon Elektronik. Heute ich bin nicht der Leon Elektro. Na gut, es geht 3 Minuten. Morgen geht's los. Glaubst du an der Depression? Ja. Glaube ich. Führt Frühlingsfest. So. Ich will den Maiskolben sehen. Und keinen scheißenden Typen da. Glaubst du, Leon hat eine Zwangsstörung? Ich glaube ja. Grauberger Spezialitäten. Da steht süße Spezialität. Dann haben wir jetzt hier den Helikopter. Von Hartig aus Weißendorf und Erlangen. Und dann haben wir hier eine Bühne. Eine Rotzwiebel ist jetzt nicht die Welt. Ich mach das mal kurz groß. Kartoffelhaus. Diese Scheiße hier ist viel, viel schlimmer. Wirklich. Carlos. Haben wir hier. Bild hängt. Die Gewürze. Hä? Geht wieder aber keinen Ton. Naja. Dann haben wir jetzt hier den Tornado. Kein Ton, macht mir L5. Putzgnom! Vielen Dank für deine Follow und schön, dass du da bist. Der Tornado. Yeah, yeah. Guck mal, die Alte hat sogar Titten gehabt, habt ihr es gesehen? Die Tage sollen. Eine richtig nice Sache sein. Diese, also ich hab die Volcano-Takis, aber diese Fuego oder Fuego, geschmacklich sind sie gut, aber die sind sauscharf. Geschmacklich sind die wirklich gut. Haben wir hier den Autoscooter von Perz noch? Geht aber kein Ton, auf YouTube geht alles. Geht's wieder los oder was? Oh mein Gott. Enten angeln. Kunstmanns Ballon Factory. Ballon Factory. Bei Twitch funktioniert der Sound wieder nicht. Jetzt toll. Halt von hinten. So. Wo ist der Maiskolben vom letzten Jahr? Ich will den Maiskolben sehen. So, das war's auch schon. Letztes Jahr gab es da nämlich, glaube ich, 3 von den Dingern. Was Fürth zu bieten hat. Morgen geht's los, da dürft ihr gespannt sein. Und ich verabschiede mich und sage bis morgen. Das war der Rundgang. Also ich möchte mal eins sagen. Tagis sind ultra geil, ich schwöre, aber sehr teuer und bei uns in der Schweiz bei TV immer noch kein Ton. Cool. Bild stockt auch. Weißt du was? Ich mache mal jetzt mal den epischen Selbsttest. Klotter, mach Sachen. Oh. Warum geht das manchmal nicht? Ich bin gerade hier, schau meinen eigenen Stream. Aber irgendwie, also es stockt und kein Ton. Warum? Ich hasse Twitch manchmal.
Ist echt so, Klonter, starte mal den Stream neu, vielleicht geht's dann mit dem Ton. Das sollte ja eigentlich gehen. Deswegen verstehe ich's nicht. Auf YouTube habt ihr alle Ton? Ansonsten würde ich euch ja beschweren. Das macht ihr alle nicht. Auf Steam wird dann geschrieben. Inferno hat mir ein Video geschickt. Okay. Gameplay und da setze ich den Tiger. Auch gut. Auf YouTube geht's, YouTube-Funst. Ja, eben, da, ich weiß nicht, was das wieder ist. Ich google mal ganz kurz was, Moment. Okay, Google. Gib mir WLAN. Nee, warte mal. Ich mach mal eines. So, geht der Ton jetzt? Wenn ich hier die Szene wechsle, geht der Ton jetzt? Ich muss, glaube ich, echt den Support anschreiben. Ist es AIDS? YouTube-Installatoren, googelt mal Drachenlord. Ja, googelt alle mal Drachenlord. Ich beschwere mich generell, das finde ich gut. Episode 1. Drachenlord, Zusammenfassung Lego Star Wars, die komplette Saga. Zweimal vor langer Zeit. Den Stream auf Twitch kann ich ja nicht immer abbrechen. Das ist das Problem. Den kann ich nicht mittendrin neu starten. Da müsste ich hier den Stream beenden, aber da wird der auch für YouTube beendet. Ich sehe keinen Ton, ich auch nicht. Ich glaube, kurz Musik laufen. Da kann ich das vielleicht machen? Oh, ups, das will ich gar nicht. Multistream. Zwölf Jahre Erfahrung. Das sollte ohne Probleme gehen. Das funktioniert jetzt 3 Stunden lang auch ohne Probleme. Stream puffert auf Twitch auch rum. Das habe ich tatsächlich auch beobachtet. Okay. Ich habe dafür sogar Geld bezahlt. Streamlabs Support. Ja, danke für dein Follow und zwar um 15:10 und schön, dass du da bist. Join the Streamlabs Desktop Discord. Okay. Das mache ich jetzt auch mal. Da kann ich die vielleicht sogar live anschreiben. Text Support, Support Info, Neon Issues. Achso, ich muss ja noch verifizieren, dass ich ein dass ich eine gute Nudel bin. Ich schreibe mir den einfach mal live, ne, dass ihr Bescheid wisst. So, ich bleibe auf beiden aktuell, also Twitch und YouTube. Der Support wird aber wahrscheinlich noch dauern. Naja.
Ist etwa kein Bot. 100% schreibt dort ChatGPT. Nee, ich bin auf dem Discord. Was macht ihr da auf Twitch? Wieder Gackwix, ne? Im Grunde genau das gleiche, was du hier auch siehst. Ist genau derselbe Stream. Candy Green Barnett, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Mein Gott, dieses Drecks Twitch-Alarm gehen so auf den Keks. Ich weiß. Wir haben ihn neu. Könnt ihr mich auf Twitch wieder hören? Warte mal. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis es wieder läuft. Klonter? Klonter? Nee. Gibt es hier irgendwie einen richtigen Support oder sowas? Streamer Success? Streamlabs Q. Crew. Ja, warte mal. Nope, alles tot. Ja, es ist voll scheiße. Ja, wir haben Baraka Zoom-Meeting Reaction. Ja, stimmt. Boomer ohne Ende. Das ging halt vor ein paar Stunden noch. Das ist halt der Knackpunkt. Kann ich den Stream hier restarten, ohne den YouTube-Stream zu beenden? Ich glaube tatsächlich nicht. Was mich bei uns an den Gräm erinnert, ist, wir machen auf hart, aber sind eigentlich behindert. Das ist halt der Kackpunkt. Gelde Sache, ich hab dich gerade auf YouPoop und Titschwix synchron, echt synchron. Ich bin gerade ein doppeltes Fangirl. Nice. Aber auf Twitch hörst du mich ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Okay. Ich nehme die Trolli. Okay, das wird so jetzt läuft nicht funktionieren. Ich werde jetzt nicht abbrechen, ja. Das passiert die letzten Streams nämlich auch manchmal und ich weiß nicht warum. Also. Zweimal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Hurensohn. Oh, meine Ohren. So Leute, damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Das erste Projekt auf unserem oder auf meinem Hauptkanal. Ja, wir haben ja beschlossen, dass wir Gaming und YouTube, also Gaming und Hauptkanal mittlerweile zusammenlegen. Und ich habe mir gedacht, viele von euch sind Fans von Star Wars. Gehe ich mal von aus, zumindest. Jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass mein Controller nicht funktioniert. Wieso geht mein Controller jetzt nicht? Kenne ich gar nicht, auch nicht. Okay, jetzt geht er. Hä? Okay, wartet mal. ja, jetzt bleibt das Spiel dauernd hängen. Das gefällt mir nicht. Wartet mal. Okay, auf Discord wird 100 Pro nicht antworten. Gerade ging nämlich der Controller schon. Ja, kleinen Moment. Typische Schwierigkeiten bei mir. So, jetzt geht's. Keine Ahnung, was das gerade war. Also, wie gesagt, wir sind in Star Wars, Lego Star Wars, der Complete Saga. Oder die komplette Saga, auf Deutsch. Auf Deutsch auch noch? Ja. Und ich was doch nicht mal original. An. Ich habe keinen Spielstand. Ich habe mir das gerade erst geholt, das gibt's auf Steam. Ich habe mir das aber vor ein paar Jahren schon mal auf der PlayStation geholt. Auf der PlayStation 2, um genau zu sein. Das ist allerdings schon eine Ewigkeit. So sieht das Spiel, ehrlich gesagt, auch aus. Jetzt geht der Controller wieder nicht. Okay, mein Controller spinnt. Okay, gerade geht's nicht, gerade geht's wieder, jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. kleinen Moment, das kann echt nicht warten. Warte mal, warte mal, das ist eigentlich ein guter Punkt, Penner Oliver. Ja, ich schau mal kurz nach, bekomme ich eigentlich da jetzt eine Warnung auf YouTube wegen der Mucke? Nö. Okay. Ich bekomme die tatsächlich nicht. Was denn hier? So, jetzt aber. Ich will mich nicht beschweren. Jetzt werden wir mal loslegen, bevor wir hier groß rumeiern.
Ja, jetzt wird spontan ausgesucht, wen wir spielen. Ich habe Lego hier voll überlesen. Genau. Das steht oben rechts natürlich bloß die Tastatursteuerung. Ich habe Lego überhaupt nicht realisiert. Okay. Ich habe eigentlich nicht mit dir reden wollen. Ich wollte hier gerade mal gucken. Also ihr seht hier schon mal... Ich habe erst gestern das Video angesehen, warum Playmobil so hart in die Knie geht. Und da wurde auch erklärt, Lego konnte sich fangen, indem die auf Lizenzen gingen, Playmobil aber nicht. Und Playmobil geht aktuell so hart in die Knie, weil der Founder von der Firma, der ist halt, ich glaube, da ist aber 2015 gestorben. Und seit 2015 gibt es so ein, ich weiß nicht, eine Art Machtkampf da oben. Und da kann sich kein CEO so richtig durchsetzen. Zu der Spielzeit. Wie lange also einfach nur schlechte Führung. Online sind, ne? Und ihr seht auch, wie viele Prozente an Anzahl wir haben. Wir können unser Schwert ziehen. Wir kriegen für nahezu alles, was wir zertrümmern. Herzen, Münzen und so weiter. Und natürlich läuft hier die Cantina-Band. Wie könnte es anders sein? Ja. Genau, und es gibt hier unendlich viele Geheimnisse. Warum startest du eigentlich in dieser scheiß Cafeteria, kann man das anders sagen? Hat es irgendeine Lore-Bewandtnis? Umso mehr wir schaffen, umso besser ist es. Hast dein Fressen nicht mehr bekommen und hast noch weiter Hunger, deswegen versuchst du hier einfach alles abzuschlachten. Du hast zusammengelegt, ich weiß gar nicht. Ach ja, genau, jetzt kann man das alles aufbauen. Und da kriegt man jetzt dafür quasi weitere Münzen. Ne? Cool. Ja, und das Bowling. Besondere an diesem Spiel hier ist, dass Lego Star Wars hier sämtliche Stories hat. Wir haben Episode 1, 2, 3, 4, 5 und natürlich auch die Nummer 6. Lass es nicht Held der Steine hören. Außerdem gibt es noch Bonuswelten und Bonusgeschichten und ich weiß gar nicht, was noch alles. Man kann sich, ich weiß gar nicht, sich verschiedene Spiele holen, fremder Spiele. Ah ja, genau, man kann sich eigene Charaktere erstellen, speichern, abbrechen, ja. So, man kann sich eigene Charaktere erstellen, man kann mit den Charakteren aus der Story spielen. Jetzt gerade spielen wir ja die zwei Charaktere aus dem allerersten, weil wir noch nichts anderes freigeschalten haben. Und wie gesagt, es macht auch immer Sinn, irgendwie die Sachen zu zerstören und so weiter. Es ist echt ultra lustig. Diese Explosion. Aber bevor wir jetzt hier groß weiter rumeiern, sollten wir vielleicht... Weißt du, du zersägst einen Stuhl, der explodiert. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich gar nicht daran. Ich glaube, das ist gar nicht die Version, die ich damals gespielt habe, sondern eine andere Version. Die Version, die ich damals gespielt habe, war nämlich auch in so einem Ding. Allerdings war es damals auch so, dass man auf einer Raumschiffbasis war. Es kann aber auch sein, dass wir da noch hinkommen. Es kann sein, dass es nur der erste, zweite und der dritte Teil war, das ich damals gespielt habe. Aber ist an sich nicht so schlimm, wir haben immer noch die gleichen Fähigkeiten wie damals. Bestimmt die Schuld des Sohnes, dass er eigentlich noch rausgeworfen hat. BTF? Okay, das ist definitiv ein Auto. Sowas gab es definitiv nicht in der Overworld. Darfwinkler. Frag Klonter, wenn es um die Beratung eines Multimillionen-Euro-Konzerns geht. Ja! Na gut, achso, ja, sowas. Frag einfach auch. Mich, ich weiß da einfach alles. Man kann wieder neue Sachen finden und kann man neue Sachen aufbauen. Typisch Lego, glaube ich. Ich habe aber ehrlich gesagt nie was anderes von Lego gespielt als das. Was soll das sein? Was ich noch weiß. Was soll das sein? Diese blauen. Ich verstehe diese Apparatur nicht. Bonus. Es dreht sich und weiter? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier auch so ist. So, gehen wir mal zurück in die Kantine. So, wir sind jetzt schon über 4 Minuten im Game. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal losgehen. Hätte 0,1% geschafft, wow. Beide Spieler müssen aktiv sein, zwei Spieler Arcade. Achso, genau. Es kann sich, wenn ich jetzt einen Kumpel hier hätte und einen zweiten Controller, könnte mein Kumpel einfach sich einloggen und einfach indem er seinen Controller oder eine Tastatur quasi drückt, könnte er automatisch hier... Der drückt nur irgendwelche Tasten. Ich finde es schade, dass es da nicht so ein Minispiel gibt. Automatisch hier nur Tasten drücken. Und könnte quasi automatisch direkt mit einsteigen. Wo Ton? Ein freier Einstieg YouTube. Quasi. Das geht jederzeit im ganzen Game, soweit ich weiß. Genau. Und jetzt haben wir hier halt... Auf Twitch geht es wieder nicht. Ach ja, wir haben sogar einen Doppelsprung. Genau. Das liegt am Multistream. Ich muss mir doch irgendwas ausdenken. Das hier ist der Bonusraum. Da kommt man nur rein. Ich habe für die Scheiße Geld bezahlt. Bevor wir jetzt los rumlabern, machen wir einfach mal und fangen wir an. Ich spiele das Ganze allein. Ich glaube, ich hatte auch mal irgendein Lego-Spiel. Ich weiß aber nicht mehr welches. Lego-Insel war es aber nicht. Ach ja, genau. Wir haben Story-Modus, freien Modus und Herausforderungsmodus. Am Anfang haben wir natürlich jetzt nur die Wahl. Ich glaube, das ist hier über Playmobil. Also zum Story-Modus. Und, na, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch die dunkle Bedrohung Episode kennt. 1, also, die dunkle mal. Bedrohung, halt der schwarze Luan. Story von Star Wars nach, quasi. Nur halt im Lego-Style. Ich persönlich bin nie ein großer Fan davon gewesen, finde aber das hier ziemlich cool. Ach ja, und ich glaube, es wird nicht einmal gesprochen. Die ganzen Dialekte oder Aussagen fehlen, glaube ich. Ja, jetzt wird unser komplettes Schiff in die Luft, ja.
Genau. Und natürlich, wie gesagt, erstmal das ganze Zeug einsammeln. Ja, wenn Lego Bauen so einfach wäre, einfach Matt-Matching. Genau. Genau, und es gibt so spezielle Features. Wenn man die Kohle, seht ihr oben, ja, kriegen wir da entsprechend immer diese Punkte zugestellt. Mama, ich will Chips! Ich würde empfehlen, das immer zuzumachen. Zumindest, wenn, immer einzusammeln, meine ich. Wenn das so ist, wie es früher war. Wo supportet ihr überhaupt diese Silver Coins? Dann hat man da richtig coole Bonis bekommen. Weil, wie gesagt, das scheint nicht das gleiche zu sein. Die ganzen Dialekte in Star Wars, man kennt es ja, wie dieser R2D2 oder wie der Scheißding hieß. Piep, piep, poop. Das ist ein Dialekt. Was ich damals gespielt habe. Genau, ich kann auch jederzeit zwischen den Charakteren wechseln. Ob Wongel weiß, dass Vader eigentlich Anakin Skywalker ist? Nein, 100 Pro nicht und ich weiß es auch nicht. So, ja. Ich habe mich mit der Star Wars Saga nie befasst. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte... Ich weiß, sie sieht anders aus, sogar, aber wirklich. Wenn man gestorben ist, ist man, glaube ich, zu dem anderen Charakter geworden, den man dabei hat. Wenn der auch stirbt... Falls dich beruhigt, der Kickstream läuft problemlos. An Kick habe ich gar nicht gedacht. Warte mal kurz. Warte, ich muss mal kurz scheißen. Danke. Ein Zuschauer? Yeah! Ich bin Fame auf Kick. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich hab meine Arschkarte. Weil warum macht er nur Twitch-Probleme? Außer man hat einen Checkpoint irgendwo. So, und da geht's los. Da fängt's schon an. Also die ganzen Sachen, ich glaube, es geht los. Ich sag gleich, das ist ein ziemlich krasses Loot-Spiel. Man muss da ziemlich viel looten in dem Game. Man konnte, glaube ich, auch irgendwie abwehren. Genau, hier zum Beispiel. Das sind Punkte, die einsammelt. Loot Game. Weil du Punkte einsammelst. Ich habe den Namen vergessen von dem Roboter. Ja, stellt euch mal vor, ihr spielt einfach Pinball und die Punkte, die ihr bekommt, das nennt ihr Loot. Kam auch mit dem Roboter hier rein und. Ach, genau, und ich glaube, das hat ja auch besser? Charakter seine eigene Kohle, wie man oben rechts sieht. Kann ich nicht wechseln? Genau. Ich wollte immer einen Iron Man, bekam aber wohl nur einen Metal Mike von Sonderposten. Ach nee, das hat Baller. Jeder Spieler seine eigene Kohle, okay. Genau. Und manchmal muss man eben zwischen den Charakteren hin und her wechseln, weil jeder Charakter andere Fähigkeiten hat. Und wie gesagt, im freien Modus könnte man hier mit dem anderen her. Warum gibt es so viele Herzen? Sein quasi. Und dadurch, wenn man nicht in der Story ist, hat man natürlich dann andere Vorteile. Okay, da hat es mich zerlegt. Er ist gestorben. Da hat es mich zerlegt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt für einen Nachteil dadurch hatte. Ich bin jetzt anscheinend doch nicht auf den anderen übergeswitcht, wie ich gedacht hatte. Ja, wie gesagt, hier fehlt uns jetzt halt der entsprechende Charakter. In der Story haben wir den ja noch nicht. Den lernen wir ja erst später kennen. Warum müssen eigentlich Leute immer mir auf den Sack gehen, wenn ich am Aufnehmen bin? Hier bräuchten wir jetzt Was hatten wir eigentlich vor einer Stunde uns angeguckt? YouTubers Live 2. Warum müssen die Leute eigentlich immer auf den Sack gehen, wenn ich am Aufnehmen bin? Wahrer Jedi, weil wir jetzt genug eingesammelt haben. Streamst du eigentlich auch über Trovo? Nee, könnte ich einfach mal einrichten. Okay, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, okay. Haben wieder irgendwelche Witzbeute Essen auf meinen Namen bestellt. Ey, ohne Scheiß. Dass die damit den Leuten schaden, die das Essen zubereiten und dann hinterher kein Geld dafür kriegen, das ist den Leuten auch wieder egal. Es zeigt wieder, wie rücksichtslos die Haters sind. Oh, jetzt geht natürlich der Controller wieder nimmer. Die könnten das ja einfach selbst essen. Das jetzt? Mama! Doch, hä? Chips! Jetzt bin ich mit zwei Charakteren hier drin. Danke, Mama! Nein! Okay. Ich spiele mit Maus und Tastatur, weil sobald ich auf die Konsole überwechsel. Jetzt ist halt die Frage, ne? Das weiß ich halt nicht. Das Problem ist, ich weiß jetzt absolut nicht, wie die Fähigkeiten. Maximum NX! Danke für den Twitch-Follow! Mann, ey. Schön, dass du da bist. Okay, mach es anders. Warte, das kann von mir aus auf abklatschen auf dem Arsch. Okay, das kann auf Ding bleiben. Machen wir Pfeiltaste nach links, Pfeiltaste nach oben. Aktion, mach mal rechts. Ach, Mann, ey. Aha. Junge, der YouTube-Chat, der hing wieder. Ah, so geht es. Scheißdreck. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ach ja, genau. Hallo, Pen Oliver. Wenn man übrigens springt, Doppelsprung und dann Ding macht, kriegt man das. Genau. Ach ja, genau, das ging ja auch noch. Stimmt, man konnte jetzt... Nee, warte. Man konnte, glaube ich, nicht zurückgehen, ne? Weil der hier ist Silber und der andere wäre Gold gewesen. Doch, das geht sogar. Ach nice, sehen wir. Schüssel voller Chips. Mama! Schüsselchips! Mama! Ja, jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Ach ja, ich erinnere mich. Jetzt muss ich mal ein Türmchen bauen. Hey, wo ist mein silberner Freund? Wir sind nicht die Druiden, die sie suchen. Mist. Man kann leider nicht zu lange warten. Oh, das ist Jumble-Run-Aspekte. Verdammt.
Ich glaube, das hier war eine Aktion, die konnte man nur zu zweit abziehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das kann man nur zu zweit abziehen, weil man einer sich draufstellen muss, während der andere ihn hochportet, moved, wie auch immer. Genau, solche Aktionen gab es nämlich leider auch in dem Game. Das ist immer ein bisschen problematisch. Leider. Okay. Hier kommen wir nur mit R2D2 weiter. Wir könnten jetzt noch weiter zurückgehen, aber das mache ich lieber mal im freien Modus. Beziehungsweise es kann sein, dass ich das alleine gar nicht machen kann. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Erstmal ordentlich zerlegen, das Zeug. Immer alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ach genau, so wie jetzt mal Cola trinken, wäre auch eine Idee. Wenn man den Angriffsknopf gedrückt hält und weiter einfach fett von den Gegnern, wenn die auf einen schießen, ne, dann kann man das einfach abwehren. So. Cola. Erstmal ist der Ding gerade live? Nein. Die Folge ist eh gleich schon vorbei. Ah ja, für alle, die jetzt auf meinem Gaming-Kanal nie dabei waren. Meine ersten Folgen gehen immer etwa eine halbe Stunde. Die Folgen danach sind immer etwa um 20 Minuten. Au. Am besten ist übrigens der hier. Gegen den ich ein Schild. Dieser Smash von oben. Ups, dich habe ich nicht gewollt. Ja, manche Sachen sind dann komplizierter. Da muss man immer ein bisschen genauer hingucken, wie das geht. Ja, man muss immer ein bisschen gucken, wie man das am schlauesten angeht. Scheiße, wenn man Kurobschuh alleine spielen muss. Ja, ja, aber er hat eine Freundin. Das ist mir sehr von Vorteil eigentlich. So, ja, dann sind wir hier auch durch. Damit haben wir den ersten Abschnitt schon abgeschlossen. Okay, wollen wir mal. Klonder, jetzt kommt gleich der Vater und schimpft wieder. Papa, bitte verprügel mich nicht schon wieder. Spiel haben wir verschiedene Aspekte aufgeteilt. Level abgeschlossen. Wir haben zwei Charaktere schon gehabt. Jetzt haben wir noch einen dritten gekriegt. Yeah. Seht, es gibt viele Charaktere. Ein wahrer Jedi. 100% abgeschlossen. Und wir haben eine Gesamtpunktzahl von... Genau, man kriegt von beiden die Kohle. Von 94.700. Ganz genau sogar. Cool. Dann haben wir bloß zwei Objekte gefunden. Und einen von 160. Ich glaube... Nee, zwei von 160? Achso, weil wir wahrer Jedi noch haben. Ja. So, Story fortsetzen oder Ding. Most Earthly... Jetzt fehlt nur der Anni-Decker. Hä, warum? Zurück. Nee, ich würde sagen, wir beenden. Schmeckt das warme Cola-Imitat? Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Tschö, so, tschö. Nach den Startschwierigkeiten in der letzten Folge würde ich sagen, legen wir heute los und machen die zweite Sache und gehen in die Story. Diese Musik ist so aufdringlich. Auf den Planeten. Da, Episode 1. Ja, das die dunkle Bedrohung. Brauchen wir ja jetzt nicht. Jetzt geht's auf nach Tatooine. Wow. Ich glaube, so heißt der Planet. Ja, ich bin ein Noob in GTA, genau. Ich meinte, ich bin ein Noob in dem Spiel hier. Wir nehmen den wahren Jedi natürlich mit, wenn wir können. Da sollte man Let's Plays machen. Und mehr kommentieren, vor allem wenn nicht nur da sitzen und sabbern. So wie heute. Ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, was wir da für Probleme gehabt haben. Wir haben unsere Kohle verloren, oder einen Großteil unserer Kohle verloren. Der ist jeden Spiel Noob, das ist beleidigend. Die dunkle Bedrohung aus Afrika, ein Maul. So ein Dreck. Nicht schon wieder Bus bauen mit Papa. Papa, ich will doch schon wieder Bus bauen. Papa. So. Ja. Im Normalfall ist es aber so gemacht, dass man immer so gegen Ende des Spiels war, der Jedi bekommt. Hallo Thompson übrigens. Problem sein. Hab's ja schon alle gesagt, aber egal. Doppelt hält besser. Guck ja, mal. Jabba. Schneckenvieh. Nicht Jabba. Warte, wie hat der geheißen? Ich hab den Namen vergessen. Jedenfalls ist das voll der Psycho, weil er jetzt gerettet wurde. Ist der Verwandte. Ich glaube, für jeden Tausender, den man voll macht, kriegt man, glaube ich, einen... Doch nicht. Ich dachte für jeden Tausender, den man vorhin... Blonder ist Anzeigenhauptmeister vor deiner Wohnung. Wert. Achso, ja. Will er mich anzeigen wegen Ruhestörung? Das hab ich verkackt. Mama! Anzeigenhauptmeister vor deiner Wohnung. Das zeigt mir schon wieder an. Ja. Oh, ihr Dickster. Jo, was geht, Raz? Blonders Nachbar? Nee, warum nicht? Ist lustig. Können wir trinken? Du kannst meinen Mixery-Track haben, den ich nicht trinken will, weil das scheiße schmeckt. Ich kann es mal vormachen. Aber wenn man irgendwann weiterspielt, dann werden es irgendwann richtig viele. Und dann wird es richtig nervig mit dem Gewechsel. Ja, weil es dann echt ewig viele Leute sind, die man wechselt. Weil du dein Fahrrad falsch geparkt hast. Ich habe mal auf Worte geparkt, ne und?
Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, man kann beim ersten Durchgang ohnehin die Dinger gar nicht wiederkriegen. Man kann die, glaube ich, gar nicht vollkriegen beim ersten Mal durchspielen. Man muss warten, bis man die Dinger... Ja, aber okay. Keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Alter, ruckel. Das ist ein uraltes Game und es ruckelt, weißt? Was haben wir denn hier hinten? Oh, ein Power-Up. Mit dir als Kommentator daneben. XD. Ich würde einfach nur hoffen, Scheiße ziehen. Ich Power-Up, okay. Nur um dich zu nerven. Deswegen war mein Schwert vorhin lila. Das habe ich gar nicht richtig registriert gehabt. Da habe ich nur gewundert, warum. Kann man sich ein Schwert eigentlich auch in den Arsch schieben? Angesprochen. Dachte mir so, ja. Kann er das mal vormachen, so wie damals auf Pornhub? Lass mich überlegen. Ah ja. Verstehe. Gut, nehmen wir den. I understand. Trigon. Ich glaube, Trigon hat er geheißen, ne? Wie gesagt, ich bin Noob in dem Game. Wie gesagt, wow. Ich bin Noob in dem Game. Kohle verliert man anscheinend nicht. Alle, warum machst du denn nicht platt? Ich raff's nicht. Na, sieht doch gar nicht so schlecht aus gerade. Na gut, ab ins Wasser. Guck mal, Schneckenviecher. Einmal so zaubern. Alles klar. Nein, helf euch nicht. Alles klar, doch, helf euch. Ich meine, ist klar. Und damit auch. Haha, lustig. Level abgeschlossen. Schwertschlucker andersrum. Ja, was spricht dagegen? Chacha Bings heißt der, nicht Chabba. Wie kam ich auf Chabba? Leider haben wir den wahren Jedi allerdings nicht geschafft. Richtig ärgerlich. Hast du deinen Rollstuhlfahrer wieder Rollstuhlfahrer. Ja, wir werden. Also, ich werde die Level jetzt nicht so 100% abschließen. Rollstuhlfahrer mit Pedalus. Das sollte auch reichen. So, machen wir weiter mit der Story. Eine Folge schaffen wir noch, denke ich. Muss jetzt gleich gehen leveln, ja. Ein Kapitel, wie auch immer. Er ist Noopi. Warte mal. So. Warum ruckelt es denn manchmal so? An meinem Rechner kann es eigentlich nicht liegen. Liegt das irgendwie an dem Die Schlampe sieht eng aus. Bang, bang, bang. warte mal. Hatte der gerade einen Shake-Welt in der Hand gehabt? Habt ihr es gesehen? Ah, oh, ja, Shake-Welt, gibst du mir was? Ja, immer dran schütteln, dann kommt es irgendwann raus. Jetzt spielen wir die Prinzessin. Au. Bei manchen Charakteren ist es ein wenig nerviger zu spielen als bei anderen. Weil es ansammeln, was geht. Das Schwert unbedingt rektal einführen. Also, wir haben gerade die Katze gesehen. Mist. Alles ansammeln, was geht. So. Was wurde gesagt? Alles einsammeln, was geht. Hallo? Nee, ist klar. Kollaps. Ich sehe auch gar nicht, was ich machen muss, ehrlich gesagt, gerade. Keine Ahnung, ich muss da irgendwie was zerstören mit der Tram bauen. Das ist ein Rätsel! Das ist ein Schieberätsel! So, dann schauen wir mal. Oh mein Gott. So, 15 Minuten, ne? Mein Mitspieler hier macht gar nichts, Alter. Das sollte eigentlich die Prinzessin beschützen, aber tut einfach mal gar nichts. Der Prinzessin. Ja, ich glaube, das hier ist auch so. Die hat es nicht verdient.